Herzlich willkommen zur heutigen Episode mit dem Thema Meine Wahrheit sprechen, Heilung meines Halschakras. Wir schauen uns heute an, was sind denn überhaupt Chakren? Wieso ist das Halschakra so wichtig und was ist Theta Healing? Wir werden noch viele, viele mehr Dinge besprechen und Sachen uns anschauen. Und für die Beantwortung dieser Fragen habe ich mir heute Tanja Elias eingeladen. Sie hat 2019 im Bereich Theta Healing eine Ausbildung gemacht und arbeitet in dem Bereich jetzt. Und vor circa 2 Jahren hat sie sich sozusagen wirklich darauf spezialisiert, dass sie sich das Halschakra anguckt und sozusagen auch in unsere Kommunikation reingeht. Wer mehr über Tanja wissen möchte, ich habe natürlich in der Beschreibung wieder die Internetseite verlinkt und auch Instagram-Account, dann könnt ihr da einfach nochmal gucken. Wenn ihr euch in Verbindung setzen wollt, könnt ihr das auch gleich nutzen. Die Episode ist wie immer in Kapitel unterteilt, so dass ihr rumspringen könnt, wo auch immer ihr hin wollt, was auch immer Themen für euch sind, die interessant sind. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Tanja. Ja, hi Dagmar, schön. Hallo. Ich freue mich total. Das ist eine spannende Sache. Ich mache das zum ersten Mal, ein Podcast-Interview geben. Danke für die Das Einladung. immer gerne und es ist einmal ist immer das erste Mal und es ist schön, dass ich dabei sein darf beim ersten Mal. Ja, klasse. Sehr schön. Erzähl uns doch erstmal was zu dir, damit wir überhaupt wissen, wie bist du da 2019 überhaupt hingekommen? Ja, also ja, ich bin Tanja und ich bin jetzt so 44 irgendwie, habe eine lange Weile irgendwie gebraucht, bis ich dahin gekommen bin, wo ich sagen kann, yay, ich habe das gefunden und das ist meine Methode und damit arbeite ich. Irgendwie, ich habe eine Online-Praxis. Ich lebe in Mülheim, habe eine Online-Praxis für Theta Healing und ich biete da Sitzungen an per Zoom oder per Telefon oder per Skype und mache das zweisprachig auf Deutsch und auf Englisch und habe Klienten ja aus Deutschland oder auch überall aus der Welt. Und ja, Kommunikation ist das, was mein roter Faden ist. Irgendwie, das mache ich schon eine ganze Weile. Habe das auch mal studiert irgendwie. Und nicht nur irgendwie, sondern ich habe das studiert. Und das ist auch der prägende Teil, warum ich heute hier sitze und mit dem Halschakra zu tun habe und mich damit auseinandersetze. Und ja, also was für mich da in der Arbeit total spannend ist, ist, dass dieses Thema Halschakra so unglaublich wichtig ist in unserer Zeit, irgendwie, wo es darum geht, irgendwie wirklich in der Lage zu sein, die eigene Wahrheit irgendwie auch sprechen zu können, ne? Also es gibt so viele Dinge, die uns beeinflussen heute, wenn wir Medien anschauen oder wenn wir lesen oder uns mit Dingen auseinandersetzen, die uns quasi Vorgaben machen und sagen, okay, das ist wichtig, das ist interessant, das ist das Thema und da müssen wir dran sein. Und dann gibt es einen Algorithmus irgendwie, der uns immer weiter damit füttert und uns eigentlich immer irgendwie auch ein bisschen weiter wegbringt von dem, was wirklich in uns lebt und was in uns wichtig ist und interessant und aus uns selbst herauskommen möchte und sich ausdrücken möchte. Und da habe ich das Gefühl, das ist total wichtig, diese Kompetenz oder auch diese Fähigkeit zu fördern und ja, zu erhalten und auch zu nähren. Und das bedeutet für mich irgendwie Menschen mit dem Theta Healing auch dabei zu helfen, dass sie nah an sich selbst dran sein können und an ihrem eigenen Erleben. Das ist eine Ebene. Und aber was auch ganz wichtig ist, ist dieser Zusammenhang zum Kollektiv. Also wir sind ja keine Inseln, wir treiben hier nicht alleine rum und sondern wir sind immer sehr auch beeinflusst von dem, was um uns herum ist. Und das geht über viele Schichten und tief hinein in unser Sein und in unser Wahrnehmen. Und es gibt eine Menge ja, Glaubenssätze nennen wir das im Theta Healing, die irgendwie sowas hervorbringen wie, ja, Frauen haben nichts zu sagen zum Beispiel oder ne, das, was ich zu sagen habe, ist nicht wichtig oder ich werde nicht gehört und solche Dinge. Und damit sind wir auch konfrontiert und das beeinflusst auch unsere Fähigkeit, wie wir uns eigentlich ausdrücken können, ne, oder wie sehr wir uns eigentlich auch erlauben, uns auszudrücken. Und das nicht nur verbal, also verbal im Gespräch mit anderen, sondern auch in allen anderen Bereichen, also auch wenn es darum geht, kreativ zu sein, ne? Also wie viel Erlaubnis gebe ich mir eigentlich, zum Beispiel zu schreiben, also ein Gedicht zu schreiben und das auch jemandem vorzulesen zum Beispiel, ne? Oder habe ich dann schon direkt Angst davor oder was sind da die Reaktionen? Und das ist so ein bisschen der Bereich, in den es reingeht und da ist
Ja, da ist einfach noch viel mehr. Ja, frag mich Dinge. Ich sehe Ja, das. super gerne, super gerne. Wir starten einfach mal so, dass vielleicht weiß nämlich der Hörer oder die Hörerin gar nicht, was ist denn Theta Healing und was ist übrigens ein Ja. Chakra. Also ich habe das auch Ja. überraschend gelernt in meiner Weiterbildungsgruppe. Ich habe das einfach benutzt, das Wort. Und Ja. dann meinte einer meiner Studentinnen so, was ist denn ein Chakra? Und ich so, was? Du weißt nicht, was ein Chakra ist? Nein, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das nicht wissen. Ja. Steigen wir doch einfach mal so ein, was sind diese zwei Begriffe und was haben sie auch miteinander zu tun? Ja, also Chakra ist sehr einfach zu verstehen, nämlich wenn man sich erstmal vorstellt, was ist ein, also als Mensch irgendwie, was sind meine inneren Organe? Ne? Also was ist mein Herz, was ist meine Leber, was ist meine Milz? So, damit kennen wir uns aus. Das sind unsere physischen Organe. Da wissen wir, was das ist und da wissen wir auch, was die machen. Ne? Also die haben eine bestimmte Aufgabe im Körper und die sind auch alle miteinander verbunden. Die ergeben unseren Stoffwechsel, ne? Unsere Stoffwechselorgane und die sorgen dafür, dass wir lebendig sind und dass wir Dinge umsetzen können. Und so weiter. So, das ist was total relevant ist. Und was zum Verstehen eines Chakras wichtig ist, ist erstmal die Grundlage zu haben und zu verstehen, dass wir als Menschen viel, viel mehr sind als nur unser physischer Körper, ne? Also wir sind mehr als Haut und Knochen und Haare und Fleisch und Muskeln und so weiter, sondern wir haben auch über unseren physischen Körper hinaus einen nicht physischen Körper. Das ist ein feinstofflicher Körper, das ist ein Energiekörper, kann man dazu sagen. Und der geht über unseren physischen Körper hinaus und hat verschiedene Schichten und Ebenen und durchdringt aber auch unseren physischen Leib sozusagen. Also die beiden gehen zusammen. Und was die Chakren eigentlich sind, sind Organe in diesem Energiekörper. So, das ist für mich ein gutes Verständnis davon, was eigentlich ein Chakra ist. Und dann kann man, ja, also um sich das bildlich vorzustellen, und woher wir eigentlich wissen, dass wir sowas haben, also dass wir erstmal Energiekörper haben, dass wir Chakren haben und das ist schon ziemlich altes Wissen. Also das geht zurück auf die indisch-vedische Tradition oder Weisheitstradition. Ne? Und das ist schon uralt. Ne? Also das ist keine neue Erfindung. So, das kann man schon 5000 Jahre irgendwie dranhängen, so dass es diese Beobachtung gibt. Aha, da ist irgendwie noch mehr los mit dem menschlichen Körper. Und da gibt es eine Menge Wissen drüber. Und hier in unserer Kultur wissen wir eigentlich was darüber, so seit den 60er Jahren. Das ist so die Zeit, in der Yoga irgendwie in den Westen so gekommen ist und dass Leute angefangen haben, sich mit dieser feinstofflichen Ebene auseinanderzusetzen. Und das ist ja, das ist eine gute Richtung, irgendwie zu gucken, wenn man mehr wissen möchte, auch über Chakren, ne? Irgendwie Yoga. Da kann man das verorten und da ist es auch, wo ich das zum ersten Mal gelernt habe, weil ich bin nämlich auch Kundalini-Yoga-Lehrerin geworden nach meinem Kommunikationswissenschaftsstudium. Und das ist auch ein wichtiger Baustein für die Arbeit, die ich irgendwie heute mache und warum ich das aufgreife, das Thema Chakra. Und ja, was man zu den Chakren wissen kann noch ist, also aus dieser vedischen Tradition gibt es das Verständnis, dass es so sieben Hauptchakren gibt. Und die liegen entlang der Wirbelsäule, ne, beim Steißbein angefangen, bis nach oben hin zum Scheitel, also bis zum Kronenchakra. Und das fünfte Chakra, nämlich auf der Ebene, auf der Höhe, wo der Hals ist, das ist das Halschakra. Und vorstellen kann man sich das, wenn man sich erstmal das Wort anschaut. Also das Wort Chakra ist ein Sanskrit-Wort, also alte indische Sprache. Und es bedeutet eigentlich Kreisel, also etwas, was sich dreht oder Rad, ne? Etwas, was sich dreht. Und was man sich darunter vorstellen kann oder wie das Menschen wahrnehmen, die das feinstofflich wahrnehmen können, ist, dass es aussieht wie so eine trichterförmige Spirale. Also die ist an einer Stelle ist sie dünn und dann dreht sie sich und wird immer weiter. Und wenn man sich Abbildungen anschaut, dann wird es meistens so beschrieben, dass wenn wir jetzt vom Halschakra ausgehen, dass es wie einen Trichter gibt, der vorne vom Kehlkopf ausgeht und dann sich ausweitet in den Raum hinein. Und das Gleiche auch auf der Rückseite. Und
Ja, dieses Drehmoment irgendwie macht halt aus, dass wir Energie, und zwar Lebensenergie, aufnehmen. Das ist so ein bisschen wie ein schwieriger Begriff, weil man das einfach so nicht, das kann man nicht anpacken, ne? Da sind wir auf einer Ebene, die man nicht mehr materiell nennen kann. Und gleichzeitig ist es aber total wesentlich, weil wenn wir diesen Austausch nicht haben und diese Lebensenergie nicht aufnehmen können, dann sind wir auch nicht wirklich voll funktionsfähig. Und das ist der entscheidende Punkt. Diese Organe, nämlich diese energetischen Organe, die Chakren, die haben auch eine Verbindung über die Nervenbündel hin in den Körper hinein zu unseren physischen Organen. Also da ist ein ständiger Austausch und ein Nähren. Und ja, wenn das halt nicht stattfindet, weil zum Beispiel ein Chakra nicht richtig funktioniert, dann kann es auch sein, dass wir ja, uns dann einfach nicht so richtig gut fühlen, nicht so richtig viel Kraft haben. Oder wenn es halt auch wirklich intensiv wird, dass wir tatsächlich auch krank werden. Ja, genau. Das ist vielleicht erstmal so eine Idee, irgendwie davon. Das ist eine gute Beschreibung, weil man muss immer erstmal so einen Rahmen fassen und dass Ja. man einfach auch mal dieses Gefühl hat, so, ah, was gibt es denn noch alles außer unserem physischen Körper, ne? Und Ja. ich erkläre meinen Kunden dann auch immer so, das ist, als würdest du, wenn du keine Nahrung mehr zu dir nehmen würdest, trotzdem immer noch energetisch vom Universum genährt werden. Stell's dir so Genau. vor. Und dann Genau. sagen die so, naja, ob das stimmt. Und dann sage ich so, gut, wir machen erstmal eine kurze Sitzung. Bei mir ist es ja Downloading und Body Talk. Ich mache ja noch was Ja. anderes. Aber wenn Ja. die dann merken, diese Blockaden, diese Energieblockaden sind nicht mehr da, weil irgendwas gelöst wurde, Ja. dann sagen die, okay, ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast, aber es funktioniert. Ich sage so, Aber das es ist das funktioniert. Einzige, was wir brauchen, genau. Ja, genau. Und ja, also es funktioniert halt wirklich. Ich habe die Erfahrung so auch, ne, dass man da irgendwie erstmal sich so rantasten kann, um zu verstehen, aha, da ist irgendwie auch noch was. Und für mich ist auch immer noch mal eine gute Übersetzung oder eine gute Metapher. Ne, wir gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass wir einen Blutkreislauf haben. Ja, und auch das ist eigentlich wie eine Übersetzung. Also es gibt halt auch einen nichtstofflichen Energiekreislauf und unsere Chakren sind auch alle miteinander verbunden und es gibt auch nicht nur sieben, es gibt tausende von Chakren im Körper, innen und außen und überall. Und die sind halt auch mit kleinen Kanälen verbunden. Also es ist wirklich ein richtiges Kanalsystem so. Und na, wenn wir zum Beispiel eine Verletzung haben, eine physische Verletzung, dann ist an der Stelle gibt es auch immer eine Unterbrechung oder auch eine Beeinträchtigung dieser Energiekanäle. Das heißt, Heilung zum Beispiel irgendwie passiert auf verschiedenen Ebenen. Also da geht es dann nicht nur darum, dass der Knochen wieder zusammenwächst bei einem gebrochenen Arm, sondern auch, dass die Energiekanäle wieder stabilisiert und etabliert werden. So. Das ist jetzt nicht meine Spezialität, das mache ich nicht, das machen andere Menschen. Ich arbeite auf einer anderen Ebene. Aber ja, das hilft auch nochmal zu verstehen, ne? Das ist Das ist ein wirklich, total schönes wirklich, Bild. wirklich wichtig ist, da irgendwie hinzuschauen. Ja. Da hab ich so gar nicht noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wie ein also weil wir haben einen Blutkreislauf, jeder kann sich Blutgefäße vorstellen. Das ist ein sehr, Ja. sehr schönes Bild. Da kann man es sehr einfach mitmachen. Ja. Und also meine Kunden, die merken das immer, wenn sowas wie Narben aufkommt, ne? Wo die dann sagen, Ja. ich habe ja nur eine ganz kleine Narbe an meinem Arm oder ich habe Ja. nur eine ganz kleine Narbe da. Und ich dann so, ja, wir müssen kurz mal dran arbeiten. Und dann merken die, oh, jetzt fühlt es wieder. Also Taubheitsgefühle sind weg oder sonstiges. Und das ist Ja. im Endeffekt nichts anderes, als dass da irgendwelche Chakrakanäle wieder verbunden wurden und Energie wirklich fließen kann. Also wenn Genau. wir jetzt auch hier von Chakra oder Energie sprechen, das ist einfach in anderen Traditionen, heißt das dann halt eben Prana oder Chi. Aber im Genau. Endeffekt ist das alles ein und dasselbe. Es ist alles Genau. Energie, die durch uns fließt. Genau, das ist die Lebenskraft, ne? Also Genau. wenn wir uns fragen, was macht uns eigentlich lebendig, dann ist es das. Also dann ist es die Lebenskraft. Und auch wenn wir da irgendwie nicht so den Henkel dran haben, dass wir es wegtragen können, Ja. irgendwie ist das, was uns eigentlich hier sein lässt überhaupt. Genau, sehr schön. Und wie bist du dann für dich persönlich in diese Richtung gekommen? Also auch zum Theta Healing. Wir haben jetzt noch nicht abgeklärt, was das ist, aber du kannst uns ja mal einbinden. Ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hattest du vielleicht auch irgendwelche körperlichen Themen, dass du das erstmal kennengelernt hast Ja. und dich dann entschieden hast, das auch als Ausbildung zu machen?
Nee, also so körperliche Themen nicht. Also für mich war es halt spannend. Nach dem Studium habe ich halt irgendwie gemerkt, ich habe noch so viele Fragen. Wie funktioniert das hier eigentlich alles mit dem Körper und den Menschen und so weiter? Und da habe ich erstmal den Einstieg geschaffen mit dem Yoga. Das war für mich die erste Stelle, dass ich überhaupt was anderes noch kennengelernt habe, außer unseren materiellen Geist und wie wir so mit der Welt umgehen. Und von dort aus ging das dann immer weiter. Also für mich ist das tatsächlich auch so, ja, wo wir heute sagen würden, so eine spirituelle Entwicklung oder ein spiritueller Weg, dass ich gemerkt habe, oh, da gibt es Themen, die sind richtig relevant und die möchte ich anschauen. Und dann bin ich einer Frau begegnet, die mir zum ersten Mal auch so eine Energiebehandlung gegeben hat. Damals wusste ich auch irgendwie noch gar nicht so genau, was das alles ist, aber irgendwas hat mich da auch bewegt. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal meine eigenen Chakren gespürt und von dort aus ging es dann immer weiter. Also ich habe viele Tools kennengelernt, auch also Energiearbeit kennengelernt, die man machen kann, also auch schamanischer Bereich und Reiki und was es alles irgendwie gibt, Kinesiologie und so weiter und habe mich damit auseinandergesetzt und aber ich hatte immer das Gefühl, ah, ja, ich möchte gerne heilen, aber das ist irgendwie noch nicht die richtige Methode. Irgendwas fehlt da für mich noch oder das passt irgendwie so noch nicht und so dass ich da immer so auf der Suche war. Und vor 10 Jahren, also wirklich echt vor 10 Jahren schon, stehe ich in so einem Buchladen und ziehe so ein Buch aus dem Regal und schaue mir es an. Und dann ist es das Theta Healing Buch von Vaiana Stibel, die Theta Healing begründet hat. Und ich blätter so durch und denke so, ah ja, nee, das ist irgendwie, weiß ich nicht, auch irgendwie so ein amerikanischer Kram, das stelle ich mal wieder weg, so, ne? Und also in meinem beschränkten Wissen damals hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, ich weiß da schon genug und ich lasse das mal. Und das war ein interessanter Moment irgendwie. Und das hat dann bis 2019 gedauert, bis das Theta Healing wieder zurück in mein Leben gekommen ist. Und das ist irgendwie super, super spannend. Ich habe 2019 war ich auf einer Konferenz für übersinnliche Wahrnehmung in der Schweiz und da habe ich junge Frau kennengelernt. Wir hatten sofort den Draht und die hat mir von Theta Healing erzählt. Und das war wirklich der Moment, als wenn jemand auf den Knopf gedrückt hat und gesagt hat, so, jetzt geht's los. So. Ah, super. Und das war total der Vollstart. Also mich hat es überhaupt nicht losgelassen. Ich bin dann nach Hause, habe das Buch gekauft, endlich nach 10 Jahren und sofort angefangen für mich selber irgendwie das zu machen. Und 3 Wochen später saß ich in Berlin im ersten Theta Healing Kurs und habe dann mich ausbilden lassen. Und so ging das dann, zack, zack, jeden Monat habe ich dann so einen Kurs gemacht und habe dann auch direkt angefangen, mit Klienten zu arbeiten. Und seitdem ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht Theta Healing gemacht habe. So, das kann ich wirklich irgendwie zu 100% sagen. Und das ist so, also das hat mir total die Welt geöffnet, weil ich dann endlich wirklich einen klaren auch Rahmen hatte, irgendwie für all die Erfahrungen, also geistiger und spiritueller Erfahrungen, die ich vorher schon gemacht habe, das wirklich alles klar einzusortieren. Weil Theta Healing ist nicht nur eine Heilmethode, sondern gibt auch irgendwie, ja, ist auch eine Philosophie. Also es gibt auch eine Möglichkeit, wirklich zu verstehen, okay, wie ist denn das hier alles strukturiert und aufgebaut und wie kann ich denn meine Erfahrungen eigentlich einsortieren, so, ne? Auf welcher Ebene habe ich da jetzt was wahrgenommen? Und so weiter. Und das war für mich extrem hilfreich. Und so bin ich dazu gekommen. Das ist echt schön. Ja, es ist auch, ich finde das immer wieder toll, wenn ich auch Anwender kennenlerne, die nicht über einen eigenen Leidensweg dorthin kommen, sondern Ja, einfach ja. Interesse hatten und sagten, nö, ich habe das für mich gefunden und dann ist es gut. Ja, genau. Ja, also natürlich gibt es da schon auch einen inneren Antrieb, ne? Also das kann ich schon, da gibt es wie einen inneren Kompass, der die ganze Zeit immer gesucht hat, so, ne? Und da hat es dann irgendwie ausgeschlagen. Also da habe ich dann gemerkt, so ja, das ist Norden, da geht's lang. Und das machen wir jetzt. Und ja, Und so. manchmal braucht es dann einfach auch Zeit. Also wenn man 10 Jahre vorher schon mal ein Buch angefasst hat und dann halt eben erst nach Ah. 10 Jahren wieder rausholt, ist das auch in Ordnung. Ja, also das ist auch so ein Thema, ne? Also das erlebe ich ganz viel. Also es ist, als wenn mir irgendwie,
Ja, als wenn mir immer wie so eine kleine Vorschau gegeben wird, alle paar Jahre, so hier, guck das mal an, guck das mal an, guck das mal an. Und dann sage ich immer so, ja, interessant, nee, aber pff, vielleicht. Und dann zack, kommt es ein paar Jahre, steht es auf der Matte und ist irgendwie total relevant. Also es ist so, ja, man macht wirklich in Momenten manchmal so einen energetischen Kontakt mit etwas, ohne dass man sich gleich klar wird, irgendwie, ah ja, das ist total für mich hier. Ja, das Und stimmt. das ist okay. Und es kommt zurück genau zur richtigen Zeit, wenn du es brauchst. Genau, im Theta Healing sagen wir dazu Divine Timing. Also das sind dann wirklich die Sachen, die wir so angelegt haben, auch in unserem Leben, die finden einfach statt, egal was passiert. Das Genau. findet statt. Und das ist auch ein ganz spezifisches Gefühl. Man merkt einfach dann, also es läuft alles wie geschmiert. Also wirklich, es läuft alles wie geschmiert. Das Geld ist da für die Kurse, irgendwie die Gelegenheiten dahin zu kommen. Der Urlaub passt, wird eingereicht, wird sofort genehmigt und alles ist so bing, 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 läuft vorwärts. So, das ist mir passiert. Dann kann Genau. man auch gleich sagen, okay, Haken dahinter, habe ich alles richtig gemacht. Genau, das fühlt sich einfach alles richtig ab dann. Genau, das Ach, kann man genau schön. so sagen. Ja. Das finde ich großartig. Wenn du es nochmal einordnen kannst, also ich sage immer zu meinen Klienten, wenn sie mich fragen, wo muss ich denn Bodytalk oder auch Downloading hinsortieren, sage ich immer, wenn man sozusagen einen Regenschirm hat, der Energiearbeit ist, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und im Ja. Bodytalk arbeiten wir ja mit einem Protokoll. Wie ist das denn im Theta Healing? Also ich weiß jetzt nicht, wie so eine Session auch wirklich richtig abläuft. Ja, also eine Session ist folgendermaßen irgendwie. Jemand kommt zu mir und sagt zum Beispiel, wenn es ums Halschakra geht, ja, und ich habe da eine Präsentation vor mir und alleine wenn ich daran denke, kann ich nicht mehr schlafen und ich muss das aber machen und ich weiß nicht, wie soll ich jetzt damit umgehen, was kannst du mir helfen irgendwie. Und die Worte kommen nicht raus und es ist alles, ne? Also es ist alles sehr, sehr unangenehm. Dann gehen wir erstmal davon aus und ich frage dann denjenigen, ja, habe ich die Möglichkeit irgendwie, darf ich mich mit deinem Energiesystem verbinden und dann verbinde ich mich zusätzlich mit dem, was wir, also ne, Schöpfung zum Beispiel nennen, also das, was wirklich die Intelligenz ist, die uns alle ja umfasst, die uns belebt, die für uns da ist. Das kann ganz viele verschiedene Ausdrücke haben für verschiedene Menschen. Für mich ist das einfach die Schöpfung, das sind die Kräfte der Schöpfung, das ist die Intelligenz, die uns bewegt. Damit verbinde ich mich ganz bewusst. Wir sind da sowieso immer mit verbunden, anders würden wir hier überhaupt gar nicht rumlaufen können. Aber es gibt nochmal wirklich die Verstärkung zu sagen, ich verbinde mich damit ganz bewusst. Und dann ist der Prozess eigentlich wirklich Fragen zu stellen. Ne? Fragen zu stellen, zu sagen, okay, wo hat das denn angefangen? Und ne, dann geht es irgendwie darum, verschiedene Glaubensebenen anzuschauen. Also was wir im Theta Healing immer machen, ist, wir wollen rausfinden, was ist denn der ursprüngliche Gedanke, ne, der dieses Problem hervorbringt? Weil es ist folgendermaßen, wir machen Erfahrungen in unserem Leben und in unserer Existenz. Und aus diesen Erfahrungen schließen wir Dinge. Also wir schließen Dinge über uns selbst. Ne? Was denke ich über mich selbst? Wir schließen Dinge über die Welt und wie die Menschen sind und wie bestimmte Situationen sind. Also das hört sich dann zum Beispiel an wie, ich habe nichts zu sagen. Ne? Also das ist ein Glaubenssatz. Und so ein Glaubenssatz, der wirkt wie ein Programm. Also, und auch wenn wir den nicht bewusst irgendwie denken, sondern der quasi wie im Hinterkopf stattfindet, also im Unterbewusstsein, ist der trotzdem wirksam. Das heißt, wenn ich sowas in mir trage, ist es auch aktiv. Und das führt dazu, dass ich dann bestimmtes Verhalten habe oder eben bestimmte Dinge nicht tue. Wenn ich davon ausgehe, was ich zu sagen habe, ist nicht wichtig, dann führt das nicht dazu, dass ich Lust habe, mich irgendwo hinzustellen und über was zu erzählen, darüber, was ich denke, fühle und erfahre. Ne? Oder eben halt nicht Lust, so eine Präsentation zu machen. Also dieser Zusammenhang ist da wichtig. Und das ist, was wir machen beim Theta Healing. Wir schauen, was ist dieses ursprüngliche Programm, was da im Unterbewusstsein abläuft, was dafür sorgt, dass ich in meinem täglichen Leben eine bestimmte Erfahrung habe oder eben eine bestimmte Einschränkung. Und da kommen wir hin über das sogenannte Digging. Das ist das Fragen stellen. Also man kann sich das vorstellen, wie immer tiefer
hineinzugraben, um zu verstehen, okay, wie kommt es dazu? Warum das, ne? Oder wo kommt es her? Oder wer hat dir das erzählt? Und das Spannende ist, und auch was Theta Healing so unglaublich wirksam macht, ist, dass wir nicht nur zum Beispiel wie klassisch schauen, okay, ja, wo war das in deiner Kindheit? Ne? Das ist nur die allererste Ebene, sondern wir schauen auch, hat es was mit dem Familiensystem zu tun? Also kommt es aus der Ahnenreihe, weil, ne, unsere DNA, das sind unsere Vorfahren. Da sind auch deren Erfahrungen und Glaubenssätze und Themen, die haben wir auch. Und das heißt, diese Ebene schauen wir auch an. Und da hört es aber auch noch nicht auf, sondern wir sind ja als Menschen auch eingebunden in das Kollektiv der Menschen. So. Das heißt, alles, was irgendwie menschliche Erfahrung ist, das haben wir auch in uns. Damit sind wir auch verbunden. Das können wir auch in uns aktualisieren. Und da hört es aber auch noch nicht auf, sondern es gibt noch eine vierte Ebene, die wir auch anschauen. Und das ist die Seelenebene. Das heißt, da gehen wir auch darüber hinaus, was diese Lebenserfahrung ist, ne? Das ist ein Schritt, den man auch machen kann. Ja, die Vorstellung oder die Erfahrung auch zu haben, oh, ich habe irgendwie liegt es schon weiter zurück als das, was ich hier kenne heute. Ne? Und trotzdem ist es eine relevante Erfahrung und die auch noch wirksam ist. Das heißt, wir haben diese vier Glaubenssatzebenen, die wir anschauen und gucken, wo ist das da verankert, aus welcher Ebene kommt das? Und dann können wir ganz spezifisch dahin gehen. Und das Entscheidende ist dann zu klären, was ist der Vorteil daran, weil so einen Glaubenssatz zu haben oder so eine Erfahrung gemacht zu haben, wofür hat mir das eigentlich gedient? Was wollte ich wirklich lernen oder was wollte auch die Seele da lernen? Also davon ausgehend, dass wir uns einfach weiterentwickeln wollen, ne? Dafür machen wir Erfahrungen, wir wollen uns weiterentwickeln. Und Dinge verstehen, Konzepte auch verstehen. Und wenn wir das geklärt haben, dann gibt es keinen guten Grund mehr, an einem einschränkenden Glaubenssatz festzuhalten. Das heißt, wir können den löschen. Und ich hatte neulich eine Sitzung mit jemandem, der ist Programmierer. Das heißt, der hat mit Computern zu tun und wie man so Programme schreibt. Und für den war das völlig verständlich zu sagen, hey, das ist ein Programm, was in dir abläuft. Wir verändern jetzt dieses Programm und dann kriegst du auch ein anderes Ergebnis in deinem Leben. Und das ist genau, was Theta Healing dann macht. Wir verändern dieses Programm und dann gibt es auch ein anderes Ergebnis. Und was sehr wichtig ist, ist, das Theta Healing, also es ist ein Gespräch. Aber es ist eben nicht ein Gespräch, so wie wir das jetzt gerade führen, wo wir uns Dinge erzählen, über die wir schon wissen, sondern es ist eigentlich ein Gespräch mit dem Unterbewusstsein. Also die Antworten, die da kommen, das sind sehr überraschende Antworten. Das sind Dinge, die wir vorher eben nicht mit unserem Alltagsverstand zugänglich haben oder wissen können. Und das ist halt das Relevante irgendwie, ne? Das ist da, dass wir auch da, so wie eben bei dem Energiekörper, merken, wir sind mehrschichtig. Wir haben noch viel mehr Schichten in unserem Sein, die wir sonst so nicht zugänglich haben. Und das ist hier ja die Magie von Theta Healing, dass wir da irgendwie Zugang zu bekommen auf eine ganz simple, einfache Weise, indem wir da reinfragen. Und wie das zustande kommt, ne? Also wenn man sich jetzt auch fragt, warum heißt das Theta Healing oder so, ist wie das zustande kommt, dass wir diesen guten Zugang und diesen leichten Zugang zum Unterbewusstsein haben, das ist, weil wir durch diese Meditation am Anfang, die ich mache, ne, wenn ich mich verbinde, geht mein Gehirnzustand in eine Theta-Gehirnwelle. Und das ist der Bereich, wo das Unterbewusstsein sehr offen ist. Und gleichzeitig passiert es auch für den Klienten. Das heißt, wir kommunizieren eigentlich in dieser Theta-Wellenfrequenz miteinander. Und das unterscheidet sich schon deutlich von dem, was wir in unserem Alltagsgespräch haben. Das ist ja spannend. Und ist das dann für dich auch so als Anwenderin, dass du dann auch Bilder wahrnehmen kannst von sozusagen dem Kunden oder dem Klienten, weil die haben ja meistens einen schwierigeren Zugang zu ihrem eigenen Ja, Unterbewusstsein.
Ja, das Spannende ist, dass es wirklich in dem Moment, wo wir auf diese Ebene gehen, also auf die Theta-Frequenz, dass es auch für jemanden, der sonst irgendwie gar nichts damit zu tun hat, plötzlich sich öffnet und es werden Wahrnehmungen, es gibt Wahrnehmungen, ne? Es gibt Bilder, es gibt Gefühle, es gibt wirklich Zugang dazu. Das heißt, es ist nicht so, dass nur ich irgendwie was wahrnehme und dann dem Klienten sage, ach, das und das und das und das. Ja, ich sehe Bilder und ich höre auch Dinge, ich fühle Dinge in meiner Wahrnehmung, die ich dann dem Klienten mitteilen kann. Aber das Wesentliche ist für mich immer, dass der Klient selbst die Wahrnehmung auch hat und dass es da eine Resonanz gibt, ne? Das ist total wesentlich für mich, weil nur dann ist es auch wirklich eine eigene Erfahrung und ein eigenes Erleben und da gibt es einen Kontakt zu dem, was da geschieht. Und das ist total wesentlich. Es wird keine Veränderung vorgenommen, die der Klient nicht wirklich in sich selbst spürt, relevant findet und auch Ja dazu sagt. Das heißt, jeden Schritt, den wir machen, ist es immer, es hört sich dann so an, möchtest du das und das kennenlernen oder möchtest du das und das verändern? Und der Klient muss einfach sagen, ja, ich möchte das. Und das ist eine bewusste Zustimmung. Und erst dann kann es zu einer Veränderung kommen. Was ja auch super wichtig ist, also ist ja auch dieses Erlaubnisthema immer dabei zu haben, dass man Dinge tun darf. Genau, und das ist für mich auch, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, verschiedene Methoden und warum die Methoden, die ich kennengelernt habe, für mich nicht gepasst haben. Also dieser bewusste Schritt und die bewusste Anteilnahme des Klienten, das ist mir wichtig. Also das ist mir richtig wichtig. Also nicht sich irgendwie auf die Bank legen und dann bearbeite du mich mal, sondern eigentlich ist es so, ich als Theta-Healerin mache eigentlich nur die Verbindung so. Ja? Und der Klient ist aber mit seinem eigenen Bewusstsein dabei und macht die Arbeit, ne? Und geht da auch in sich rein. Und ich führe das Ganze mit den Fragen. Und das ist dann ein sehr intuitiver Prozess, also wo ich dann, ja, man kann auch sagen, mich wie zum Kanal mache. Ne? Also dann auch sage, okay, Schöpfung, führ du mich mal dahin oder zeig du mir das, was hier relevant ist. Wo können wir hier hinschauen? Worum geht es hier in der Tiefe? Und ja, das ist eine sehr, sehr spannende Art und Weise zu kommunizieren. Finde ich gut. Ja, das ist echt abgefahren. Weil, also wie gesagt, es gibt ja so viele verschiedene Modalitäten und alles, was sozusagen für einen Klienten auch funktioniert, ist was Schönes, weil es muss nicht alles für alle funktionieren und wenn man dann für sich was findet, ist es das umso besser. Ja, ganz genau. Und das, da, also, ne, es, da gehe ich sofort mit in Resonanz. Also es gibt nicht die eine Methode, sondern es gibt das, was irgendwie funktioniert für jemanden. Und was ich halt schön finde am Theta Healing ist einfach, dass es so einfach ist, wie hier zusammenzusitzen und ein Gespräch zu haben. Ne? Das ist halt sehr unkompliziert. Und ja, man braucht nicht irgendwelche großen Installationen. Ne? Man kann, also ich habe auch schon Klienten Arbeit gemacht im Spazierengehen. Ne? Also so kann es auch gehen, dass man zusammen durch den Wald geht und sagt, hey, wie ist es für dich? Und dann schauen wir da rein. Und das macht es ja auch, finde ich, angenehm. Also das nimmt auch teilweise Ängste von Klienten, weil manchmal kommen die auch zu mir und sagen, so, was machen wir jetzt? Und dies, das und jenes ist ja so gar nichts. Einfach hinsetzen, ganz entspannt. Ja, genau. Erzähl doch einfach mal und dann gucken wir mal, wo die Reise dahin geht. Und das, ja, was mich immer wieder beeindruckt, ist halt, wie tief das geht. Ne? Also durch diese vier Ebenen ist es halt so, dass, ja, dass man jetzt nicht irgendwie 10 Jahre lang irgendwo in der Therapie sitzen muss, um seine Kindheit auseinanderzunehmen, so, ne? Sondern in einer Stunde, ne, wirklich in einer Stunde, das ist die Zeit, die ich für eine Sitzung irgendwie mache. Da sind wir im Familiensystem gewesen, da sind wir in der Kindheit gewesen, da sind wir irgendwie im Kollektiv gewesen und da sind wir auf der Seelenebene gewesen und haben Dinge angeschaut und das, ne, wirklich grundsätzlich aufgeräumt sozusagen und nicht nur an einer kleinen Stelle, sondern richtig was auch bewegt. Und das ist dann auch nachhaltig. Das ist für mich auch richtig super zu erkennen, dass wenn ich mir ein Thema wirklich angeschaut habe und den Glaubenssatz verändert habe, dann ist es auch erledigt. Es sei denn,
Ich habe den Wunsch, das nochmal mir selber irgendwie zu manifestieren, weil ich das Gefühl habe, oh ja, es war doch irgendwie spannend. Das gibt es auch, dass man sich das wieder, also dass man sich das gleiche Thema nochmal wieder ranholt, aber das muss man nicht. Wenn man es verarbeitet hat, dann darf man es auch loslassen. Ja. Definitiv. Das ist sehr spannend. Und wie ist das bei euch im Theta Healing mit sozusagen der Intensität, ist jetzt nicht das richtige Wort, der Abstände zwischen den Sitzungen? Du sagst jetzt, okay, eine würde im Endeffekt reichen. Ich habe immer noch im Body Talk sozusagen die Anweisung, ich kriege das auch immer von oben, wo ich Ja. merke, und du musst fragen, ob es einen Wartungs- oder einen Servicetermin, also einen Folgetermin oder einen Wartungstermin Ah, gibt. das Was klingt ich. ja super Das ist spannend. auch mega spannend und dann sind meine Kunden Ja. immer total angenervt, wenn ich dann sage, wir sehen uns erst in 4 Monaten wieder und dann ist es ein Folgetermin bedeutet, ich muss nochmal an die Sätze ran, wo ich also nicht Ja. Glaubenssätze, sondern an die Formelsätze ran, wo ich schon mal dran gearbeitet habe. Und ein Wartungstermin ist einfach, dass im Endeffekt nur mal geguckt wird, was braucht das System gerade. Und da wird immer nur nach Ja. Priorität vorgegangen, was das System wirklich gerade braucht. Und dann sagen die, was? Erst in 4 Monaten? Ich will das aber früher. Ich sage, so brauchst du nicht. Ist Ja, sinnfrei. Können wir erst in vier ja. Monaten machen, weil dann ist dein System wieder bereit dafür. Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich habe, dass das wie vom Klienten, also vom eigenen System aus gesteuert ist, was dann sagt, so ja, jetzt könnte ich wieder eine Sitzung haben. Also ich mache das nicht so, dass ich, wenn ein Klient bei mir war, sagt, ja, und dann sehen wir uns so und so wieder oder so, sondern das ist ganz in der Hand des Klienten. Die können sagen, jetzt möchte ich noch mal eine Sitzung machen. Na, das kann dann eine Woche später sein, das kann in 2 Monaten sein, das ist ganz frei. Also da gibt es keine Regelung so, ne? Und das finde ich auch sehr angenehm, also dass da auch die Verantwortung und auch das Wollen, also das Voranschreiten wollen, irgendwie ganz, ganz beim Klienten liegt. Ne? Und dass es eben wirklich ganz frei ist. Man kann zu einer einzelnen Sitzung kommen und das kann die einzige Sitzung im ganzen Leben sein und trotzdem kann das irgendwie wirklich lebensverändernd sein. Ne? Und ja, so geht es halt irgendwie immer einen Schritt weiter. Und natürlich gibt es auch Klienten, die einfach richtig gerne in die Tiefe gehen, beziehungsweise die auch wirklich tiefe Trauma-Erfahrungen haben, mit denen ich dann wirklich auch über längere Zeiträume ganz kontinuierlich jede Woche arbeite. Das gibt es auch, ne? Und das sind dann wirklich auch richtig große, große Themen oder große Pakete, beziehungsweise ja, orientiert sich das halt auch so daran, wie schnell geht es voran, ne? Also es gibt Klienten, mit denen kann ich so zack, 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 zack irgendwie was abarbeiten. Und es gibt Klienten, da ist es ganz wichtig, dem wirklich Raum zu geben, ne? Und vor allem dem Raum zu geben, zu spüren, was geht da eigentlich in mir vor, was habe ich da wirklich erfahren und also da gehen einfach ganz viele Lichter an in dem Moment so, ne? Dass wirklich so die Zusammenhänge gesehen werden können. Wow, das habe ich gedacht oder das war mein Glaubenssatz und das, dann sehen die auf einmal ihr ganzes Leben und sehen, wo die Stellen, wo sie das eigentlich beeinträchtigt, beeinflusst hat, wo sie die Abbiegung genommen haben, wo sie sich nicht auf was eingelassen haben, etc. etc., einfach weil sie dieses Programm laufen hatten. Und das ist ein ziemlich großer Erkenntnisprozess, der auch manchmal auch einfach ein bisschen Zeit braucht, um das so sacken zu lassen, ne? Und zu sagen, okay, wow, ja. Das ist auch schön. Also ich finde das auch schön, das so zu hören, weil, also das finde ich auch wichtig, dass man den Klienten immer diesen Freiraum gibt. Das mache ich auch. Ich sage immer so, ich informiere euch nur. Das mögen die alle total. Das finde ich total klasse. Ich sage dann so, ich packe mir das mal in den Kalender, ich informiere euch in 4 Monaten, weil ich wüsste auch nicht, wann ich dann einen Termin geben soll. Ich weiß nicht, was in 4 Monaten bei mir ist, Ja, ne? Und ja. dann sage ich immer so, ich schreibe euch an, ihr müsst ihn nicht wahrnehmen. Wenn ihr wollt, dann schreibt mir einfach zurück. Aber ich merke immer, dass es wie so ein kleines Triggern ist. Das ist deine Verantwortung, Dagmar. Das ist ein ethisches Konzept. Bitte mach das. So kriege ich das immer als Information, dass ich mich Ja, kümmere sozusagen. Das finde ja, ich sehr schön. ja. Und ich merke auch, also es gibt halt eben, wie du sagst, diese Unterschiede zwischen die Klienten, die auch auf einmal ganz, ganz viel machen können und die ganz, ganz lange Zeit brauchen oder wo ich auch immer das Gefühl habe, ich habe eine Sitzung gemacht und dann ist das, als würde da ein Reset sein, als würden die in ihre alten Muster zurückfallen, obwohl wir es schon bearbeitet haben, wo ich auch spannend finde, okay, warum braucht die Person das gerade noch, wenn sie das doch wieder haben möchte, ne? Und was sind denn da deine Erfahrungswerte? Also auch, gibt es da für dich auch Unterschiede in dem, was du bearbeitest zwischen Männern und Frauen an Themen?
Also erstmal dieses wieder zurückfallen, das habe ich relativ wenig. Also das höre ich eigentlich nicht von den Klienten. Es ist eher so, dass wenn die eine Sitzung gemacht haben und gemerkt haben, wow, das hat sich verändert und ich habe das jetzt gemacht, ich habe irgendwie, was weiß ich, ich habe gekündigt sozusagen, weil ich jetzt endlich verstanden habe, was ich eigentlich in die Welt bringen möchte und ich habe jetzt auch den Mut dafür. Dann wollen die eigentlich mehr, ne? Dann sind die bereit und sagen, ja, wow, das hat wirklich was gebracht. Wo kann ich den nächsten Schritt machen, ne? Oder wie können wir weiterarbeiten? Also das ist eher die Erfahrung, die ich mache. Das Und sind immer die positiven Erfahrungen. Da denke ich mir immer so, ja, das ist gut, Haken dahinter. Aber was ist, bei mir sind jetzt gerade zwei Klienten bei mir im Kopf, wo ich mir denke, was ist mit den zwei Klienten, wo ich merke, wenn ich jetzt zum dritten Mal daran arbeite und da nochmal reingehe und die positiven, das denke ich mir immer so, läuft alles, alles schön, alles, ne? Das ist gut. Aber das ist gut, dass du auch so eine Erfahrung hast. Nö, bei den meisten sind so lebensverändernde Sachen. Das habe ich auch, wo ich mir dann einen Anruf kriege und dann so, Dagmar, weißt du, was ich mich jetzt getraut habe? Und ich so, yes, danke. Das ist das Schöne daran, genau. Ja, also zu dem, was du beschreibst, also aus der tätigen Perspektive würden wir da mit der Frage rangehen, okay, welchen Nutzen hat das, ne? Also, weil wenn es noch einen guten Grund gibt oder einen Nutzen daran, irgendwie etwas, einen bestimmten Glaubenssatz oder ein bestimmtes System, Programm aufrechtzuerhalten, dann sind wir noch nicht in der Lage, das komplett loszulassen. Das heißt, da bleibt irgendwie was hängen, ne? Und das ist total, da ist es fast schon so ein bisschen chirurgisch sozusagen von der Präzision und auch in der Wahrnehmung dann von meiner Seite aus genau zu gucken und zu spüren, ist es komplett frei. Also, oder hängt da noch, und ich kann das meistens wahrnehmen, wenn da noch was ist. Und es kann so sein, dass ein Klient auch sagt, nee, weiter will ich hier aber nicht. So, dann mache ich das aber auch sichtbar und sage, hey, ne, das ist okay, wir können das jetzt erstmal so und so machen, aber da ist noch was dahinter. Ne? Da gibt es noch einen Teil 2 zu, sozusagen. Und so dass es halt klar ist, hey, das Thema ist noch nicht fertig. So, da kommt noch was oder da ist noch was. Und das kann halt auch sein. Also darauf lasse ich mich auch ein. Also da geht es nicht darum, irgendwie da mit der Brechstange durch Nee, irgendwas da durchzugehen. kommt man ja Das nicht weiter. sowieso nicht, genau. Aber du hattest mich gefragt nach Männern und Frauen. Genau, Und ob es da so Themen gibt, die du für dich vielleicht sehen kannst, wo es Themenunterschiede gibt oder gibt es ganz viele deckungsgleiche Themen? Genau, also für mich ist ja das Thema Halschakra, ne, und Kommunikation irgendwie das Wesentliche. Und ich habe da jetzt vorwiegend mit Frauen gearbeitet. Es sind wirklich nur eine Handvoll Männer irgendwie, die vorbeikommen und sagen, ja, das möchte ich irgendwie auch gerne mal machen, können wir da mal eine Sitzung machen. Und ich kann am meisten, also was ich so erkennen kann, ist, dass es für die Frauen in der Regel darum geht, dass da nicht genügend Energie im Halschakra ist. Das bedeutet, dass sie sich zum Beispiel viel zu viel zurückhalten, dass sie Angst haben, zum Beispiel Nein zu sagen oder ne, auch mal eine Gegenrede zu geben und zu sagen, irgendwie, nee, das finde ich jetzt nicht richtig oder das passt mir nicht, sondern die schweigen dann, ne, oder ziehen sich zurück, grollen in sich rein und dann verstopft das Halschakra und die kriegen irgendwie eine Mandelentzündung. Oder weiß der Geier was irgendwie und haben da Schwierigkeiten. Oder dieses ganz berühmte Kloß im Hals. Ne? Also da habe ich irgendwie viele Leute, die mit sowas kommen. Und ja, bei den Männern ist es eher so, dass es, jetzt müsste ich, glaube ich, mal einen Schluck trinken. Trink mal einen Schluck. Ja. So, also bei den Männern, die jetzt bei mir waren, habe ich eher den Eindruck gehabt, da geht es mehr um so emotionale Themen, ne? Also wie kann ich Gefühle auch ausdrücken, zulassen, vor allen Dingen auch dieses Thema der Verletzlichkeit, ne? Also wie darf ich mir das auch eingestehen und zutrauen, verletzlich zu sein, beziehungsweise wie gehe ich auch mit mir, mit meiner eigenen Empfindsamkeit um, ne? Also da gibt es ja auch wirklich so eher so ein Stigma, dass immer noch, ne, dass Männer irgendwie so unkaputtbar sind und denen passiert überhaupt nichts, die kann man auch anschreien, die fallen nicht um und so weiter. Und das ist eben überhaupt nicht so. Und da bin ich auch irgendwie
total dankbar für jeden Mann eigentlich, der sich da auf diesen Weg macht, ne? Weil das für uns alle, also vor allem auch für Frauen oder wenn es, ne, wenn es da mehr Offenheit auch untereinander gibt, so für diese Wahrnehmung. Ja, wir sind, auch Männer sind sehr sensibel, empfindlich, verletzlich und wollen das auch ausdrücken und haben da aber auch diese Barrieren. Ne? Ja, und das ist ja auch spannend. Also da kann Ja. ich nur sagen, bitte, liebe Männer, gönnt euch das und macht so eine Ja, Sitzung, weil das ist ja. wirklich, das ist gut. Genau, das ist für uns alle irgendwie wunderschön. Und bei den Frauen nochmal, um da nochmal drauf zurückzukommen, was ich super spannend finde als Thema ist, also das Halschakra ist ja der Bereich, wo es um, ne, um die eigene Wahrheit geht und um den Selbstausdruck, um Kreativität, um Intuition, um auch diese, um spirituelle Anbindung. Ne? Das ist da, also das ist quasi wie die Brücke dahin. Und was ich erkannt habe bei der Arbeit mit den Frauen, ist, dass ganz viel auch im zweiten Chakra damit zu tun hat. Das zweite Chakra, das ist ungefähr auf der Höhe der Reproduktionsorgane. Und das ist der Bereich, wo es auch um Lebenskraft geht, um Kreativität, ne? Also das ist der Bereich, wo Frauen neue Menschen irgendwie Ich wollte ins gerade sagen, Leben das ist ja unser bringen. Schöpfungsbereich. Ja, genau, das ist der totale Schöpfungsbereich. Und diese beiden Bereiche, die korrespondieren unheimlich miteinander. Das heißt, wenn es tritt ganz oft auf in Sitzungen, dass wenn ich das Halschakra anschaue, also mir intuitiv anschaue, in einem Halschakra-Reading, dann kriege ich sofort den Hinweis, irgendwie nach unten da auch zu gucken und zu schauen, na, wie ist da die Verbindung? Ist da überhaupt eine Verbindung oder welche Blockaden sind da auch in dem zweiten Chakra, die das eben nicht erlauben, dass das hier oben wirklich ankommt und dann auch, also im Hals auch ankommt und dann auch zum Ausdruck werden kann, also gesprochen werden kann, gezeigt werden kann, ne, kommuniziert werden kann. Und da ist wirklich dann auch dieser ganz sensitive Bereich von Überwältigungen, ne? Irgendwie, der ein Thema spielt, eine Rolle spielt, was für Frauen eigentlich, also es gibt, ich habe bis jetzt auch keine Frau getroffen, in der das nicht auf irgendeiner Ebene relevant gewesen ist. Und das finde ich, ja, das ist wichtig, da hinzuschauen und auch da die Verbindungen zu ziehen, ne? Also Frauen können unheimlich viel an Kraft gewinnen, wenn diese beiden Stellen, also das Halschakra und das zweite Chakra, eine gute Kommunikation haben können, so eine gute Verbindung haben können. Da, ja, da passiert viel. Also ich habe das auch schon erlebt, dass wenn nach einer Sitzung, dass ich da mit einer Frau gearbeitet habe und dann sitzt da plötzlich völlig jemand anderes vor mir, ne? Also die Stimme verändert sich auch und also man merkt richtig, wie Kraft von unten kommt, ne? Also das ist schon richtig beeindruckend und ja, mich persönlich berührt es einfach auch total, wenn wir diese doch auch schmerzhaften Erfahrungen für Frauen, wenn wir das in Heilung bringen können, ne? Und wenn da irgendwie eine Stimme sich wieder öffnen kann und sich mitteilen kann wieder, ohne Angst. Ja, und dann bist du ja dann auch schon eine super Unterstützung, weil, also hast du das Gefühl momentan im Kollektiv gesehen, dass mehr und mehr Frauen auch ihre Stimme und ihr Halschakra wieder aktiver nutzen? Ja, unbedingt. Und das macht es auch so schön. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da auch einen Bereich irgendwie anschaue oder mich für zur Verfügung stelle, der echt auch will, ne? Also wo auch ein Potenzial ist und wo auch der Wille da ist, irgendwie rauszukommen. Und die Menschen, mit denen ich da in Kontakt bin oder die auch ich habe eine Telegram-Gruppe irgendwie, wo ich jeden Samstag quasi eine Fernheilung anbiete und da sind hauptsächlich Frauen drin und was die mir da zurückschreiben, irgendwie, was dann plötzlich geht, ne, oder möglich wird. Einfach durch dieses kontinuierliche versorgt werden auch, ne? Also versorgt werden mit Energie an dieser Stelle, darum geht's ja, ne? Das ist einfach irgendwie total gut zu sehen. Und kollektiv, ja, das ist gefragt und das brauchen wir auch so.
Und da dürfen auch gerne mehr Männer rein. Also ich kann auch in die Ja. Beschreibung gerne die Telegram-Gruppe machen, dass auch da Ja. mehr Männer reinkommen und sagen, gut, ich Ja. möchte bitte ein bisschen Fürsorge für mein Halschakra. Ja, unbedingt. Und also, wenn ich da so ganz persönlich irgendwie da nochmal einen Blick drauf werfen kann, für mich geht es nicht so sehr darum, das irgendwie auch ja, in diese Dualität zu bringen, ne? Für Männer, für Frauen, sondern die Themen, die uns beschäftigen, die beschäftigen uns ganz allgemein menschlich. Ja, es gibt vielleicht mehr, ein bisschen mehr von dem hier, ein bisschen mehr von dem da, aber für mich ist immer der Blick ganz auf den ganzen Menschen, ne? Wie kann der ganze Mensch oder die ganze Mensch irgendwie da in den kraftvolleren Ausdruck kommen, ne? Ja. Und wirklich auch das hier ins Leben bringen, was hier lebendig werden will. So, das ist mir wichtig. Und das ist ja auch ein schönes Geschenk. Also ich glaube auch, also auch bei den Sitzungen, die ich gebe, denke ich so, die Menschen, die zu mir kommen, die kommen ja auch sozusagen freiwillig. Die haben ja nicht irgendwie im Sinne von, ah, ich muss das jetzt machen, sondern die Ja. entscheiden sich ja bewusst dafür, sich selbst, auch selbst diese Fürsorge zu geben. Sie wissen, sie haben diese Ja. Kompetenz nicht, aber sie können jemand anderen sozusagen ranholen, der die Kompetenz dann hat, um sie dann auch zu versorgen in bestimmten Themen. Und also bei mir ist es momentan, ich glaube fast, naja, 45, 55 Männer-Frauen-Mischung. Das finde ich sehr, sehr schön, dass das so ausgewogen ist. Das war mir auch bei den Episoden hier sehr, sehr wichtig, dass ich, weil Ja. ich sehr oft gemerkt habe, also wenn ich männliche Menschen habe, die die Fragen stellen, dann laden die meistens Männer ein und bei Frauen werden meistens Frauen eingeladen. Und ich denke mir so, Ja. warum macht ihr da keine Balance? Weil also genau diese Dualität, wir müssen das nicht immer trennen, sondern das ist ja beides auch in uns. Das ist ja beides auch für uns wichtig, dass wir das Ganz, sehen. ja, ganz genau. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Und für mich ist es auch so, dass jeder Mensch irgendwie, der kommt oder irgendwo hingeht und sich diese Art von Heilung gönnt. So, ne? Das ist ein totales Geschenk für uns alle. So, und weil das jede Heilung einfach auch direkt eine Reflexion gibt ins Kollektiv. Das heißt, je mehr Möglichkeiten ich habe, etwas bei mir sozusagen aufzuräumen im System oder zu verändern, desto mehr und auch neue und andere Eindrücke gehen eigentlich in dieses kollektive Feld rein. Das heißt, jede Heilung ist auch eine Heilung für alle. Und was ich da auch nochmal besonders spannend finde, irgendwie jetzt in meiner Ausrichtung ist, dass ich auch merke, es kommen viele andere Heilerinnen zu mir, ne? Oder auch Leute, die auch spirituelles Coaching machen. Und genau, nämlich mit dieser Idee, ja, ich merke, ich habe da was in mir und ich möchte das gerne in die Welt bringen. Und das ist wichtig. Ich möchte auch da in die Anwendung kommen und ich traue mich aber noch nicht so richtig. Und das ist nochmal ein ganz eigener Themenbereich, nämlich Menschen, die wirklich auch selber das Gefühl haben, ich möchte heilerisch tätig sein, sind oft, ganz oft mit großen Ängsten konfrontiert, die aus dem Kollektiv kommen oder aus der Ahnenreihe, ne? Weil das schon mal eine Erfahrung ist, die es gab, die vielleicht auch negativ war, die sanktioniert wurde. Wir wissen alle, ne? Wir wissen alle, dass es sogenannte Hexenverbrennungen gab und so weiter und so weiter, ne? Also das Heilwissen oder die Weisheit von Frauen ist da sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das tragen wir als Erfahrung auch in uns. Das heißt, in dem Moment, wo sich eine Frau entscheidet, ich möchte diesen Weg einschlagen und wieder heilerisch tätig sein, ist sie auch erstmal mit all diesen Themen konfrontiert. Und das ist mir auch ein besonderes Anliegen, da Frauen auch zu unterstützen, also besonders auch Frauen zu unterstützen, da durchzugehen, weil jede Person, die diese Richtung einschlägt, ist halt einfach so eine massive Bereicherung für Heilung auf dem ganzen Planeten, für die ganze Erde, für die ganze Menschheit, dass es sich unheimlich lohnt, da immer mehr ja, Menschen in dieser Richtung auch zu aktivieren. Und das hat unheimlich viel mit dem Halschakra zu tun. So. Und das ist auch echt spannend. Also ich habe jetzt gerade, als du erzählt hast, so rekapituliert, wen kenne ich denn alles und was machen die
im Endeffekt als Hauptberuf und dann machen sie Ja. sozusagen nebenberuflich noch ihre Tätigkeiten, dass sie Ja. sagen, ich mache entweder Theta Healing oder Body Talk oder dies, das und jenes, oder Reiki. Und dann denkst du dir so, spannend. Ist da vielleicht auch dieses Thema drunter, ich kann mich gar nicht ganz zeigen und kann das völlig raus in die Welt tragen, dass ich das Ja. überhaupt sozusagen tue, weil das ist ja sozusagen eine Parallele zwischen, ich zeige mich nicht, aber ich rede und bringe das auch nicht raus, damit die Leute das überhaupt wissen, dass ich das tue. Ja, genau. Also da gibt es unheimlich viele spannende Glaubenssätze, und einer davon, der gleich im ersten Seminar, irgendwie Theta Healing Seminar, für mich irgendwie richtig reingehauen ist, ist dieses: Wenn ich Heilerin bin, muss ich sterben oder werde ich getötet. Ach, Ne? spannend. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen freaky für Menschen, die das jetzt da noch nicht so mit drinstehen und das hören. Aber das ist zum Beispiel etwas, was aus einer kollektiven Erfahrung entsteht, so ein Glaubenssatz. Ne? Und wenn ich damit aber verbunden bin, weil das für mich relevant ist und ein Thema ist und ich das in mich aufgenommen habe oder vielleicht auch in anderen Lebenserfahrungen selbst erfahren habe, dann steht mir das massiv im Weg, wenn ich plötzlich die Idee habe, jetzt möchte ich gern meine eigene Praxis haben, weil es einfach nicht sicher ist. Ne? Also, und das ist etwas, was ja wirklich eine richtig tiefe Schicht für mich ist, auch in der Arbeit. Und das ist der Umgang mit Angst, ne? Also wirklich mit tiefen, tiefen Ängsten. Weil was ich erkannt habe irgendwie, ist in dieser Arbeit mit dem Halschakra, ist, dass die meisten Themen, die da auftauchen, gehen in der Tiefe darauf zurück, dass etwas nicht sicher ist. Also es ist nicht sicher, sich zu zeigen, es ist nicht sicher, zu sprechen. Ne? Darum geht es irgendwie. Kann man mal so ganz grob irgendwie einstellen. Und wenn ich sage Ängste, dann ist das nicht irgendwie so gemeint, so wie das häufig in so Public Speaking Zusammenhängen ist. Ja, dann habe ich irgendwie plötzlich feuchte Hände, wenn ich da irgendwie am Rednerpult stehe. Das Ein ist bisschen nicht, Lampenfieber. genau, ein bisschen Lampenfieber, sondern wovon wir hier sprechen, sind wirklich irgendwie die Ängste, dass man stirbt. Das ist die Angst, verstümmelt zu werden. Das ist die Angst, irgendwie die Freiheit zu verlieren, die eigene Integrität, die Würde. Ne? Also wirklich bis dahin, dass es wirklich darum geht, ich existiere nicht mehr, ne? Also eine totale Auslöschung. Und das sind auch wirklich die Grundängste, die man als Mensch so haben kann. Und an der Stelle bin ich mit meinen Klienten und an der Stelle arbeite ich mit meinen Klienten. Und das ist dann wirklich auch eine massive Veränderung, wenn also diese Angst, ne? Diese wirklich Todesangst oft, wenn die weg ist. Dann ist es nämlich gar kein Problem mehr zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt meine Webseite, ja, meine Programme sind jetzt alle da drauf, ja, und ich habe jetzt auch übrigens einen YouTube-Kanal und so, ne? Also wo ich dann mich umgucke und denke, aha, das war jetzt vor 4 Wochen, okay, gut, mach weiter, so, super, gut für dich, ne? Und ja, also worauf ich da jetzt nochmal hinaus will, ist irgendwie, wie wirksam das ist, wie tief das geht und wie lohnend das ist. Ne? Und das ist eben nicht, wenn es um solche Themen geht, wie ich möchte mich zeigen oder ich traue mich nicht so richtig, was zu sagen, dann sind wir mit diesen Themen konfrontiert, mit diesen tiefen Ängsten. Und da lohnt es nämlich dann auch nicht zu sagen, ja, hier habe ich einen Trick für dich, oder wenn du irgendwie was präsentieren willst, dann stell dir einfach vor, dass die Leute da in Unterwäsche sitzen, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, ne? Weil ich irgendwie genau weiß, nee, darum geht's nicht. Und das ist auch ein total wichtiger Grundsatz im Theta Healing oder vielleicht auch in allen, könnte man auch sagen, in anderen Heilzusammenhängen. Das Thema ist nie das Thema. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, ja, ich habe hier was mit der Schilddrüse oder so, ne, oder ich habe irgendwie was mit den Stimmbändern oder keine Ahnung, was mein Kehlkopf klappert, keine Ahnung, ne, das ist Quatsch jetzt, aber dann ist das nicht das, was ich anschaue. So, das muss man verstehen, ne? Also ich bin keine Ärztin, ich bin keine Therapeutin, ich stelle keine Diagnosen, ne? Und ich mache auch keine Behandlungen für physische Themen, so, oder physische Krankheiten, sondern es geht immer darum zu gucken, was ist da in der Tiefe eigentlich los? So, was ist der Glaubenssatz, was ist der Gedanke, der mit dazu beiträgt, dass das hier sich im Physischen zeigt?
Und das ist auch so spannend. Also in der Transaktionsanalyse nennen wir das den Auftrag unterm Auftrag, der immer da ist. Und wir Ja, dürfen ja. erstmal schön auf Suche gehen und sagen, okay, was möchte der Klient oder die Klientin jetzt wirklich? Und die wissen das ja selber noch Ja, nicht. genau. Und das ist halt auch wirklich der Moment, wo dann wirklich jede Sitzung super individuell ist, ne? Weil ich weiß auch vorher, also ich weiß vorher nicht, was kommt da raus, sondern ich lasse mich auch führen, ne? Das heißt, es gibt nicht Schema F, jede Sitzung ist total individuell und orientiert sich hundertprozentig daran, was irgendwie hier für den Klienten möglich ist, ne? Und was der sich auch aus der Tiefe wünscht, sozusagen. Darauf geht's dann hin. Und das macht es, glaube ich, auch nochmal komplexer, weil das ist bei mir in meiner Arbeit auch so. Die kommen dann manchmal mit bestimmten Symptomen und denken dann von mir, dass ich nur an diesen Symptomen arbeite, was ja nicht zielführend wäre. Und da sage ich so, naja, aber wenn du jetzt ein Thema hast mit deinem linken Arm, kann es auch sein, dass wir an deinem rechten Bein arbeiten. Und Ja. trotzdem löst sich das Thema in deinem linken Arm. Und die gucken mich dann immer an, so, was? Und ich sage so, es hängt Ja. alles zusammen. Ja, genau. Also genau, das ist halt wirklich, das ist super wichtig, ne? Also und da macht es halt auch Sinn. Also warum zum Beispiel sich viele auch so holistische Heiler oder so nennen, weil es geht wirklich darum, das Ganze anzuschauen, ne? Wir sind keine Maschinen. Da wechselt man nicht einfach irgendein Teil aus und dann funktioniert es wieder. So ist es nicht, sondern es ist ein komplexer Zusammenhang, wo Dinge wirklich ineinander greifen und ja, wo es Also ja, das ist auch wirklich eine Kunst, da den Überblick zu haben und auch erkennen zu können, an welcher Stelle oder sich ja auch intuitiv hinführen lassen zu können, an welcher Stelle sind wir jetzt eigentlich wirklich? Und meine Lieblingsfrage in einer Sitzung, also wenn es da losgeht, ist wirklich auch immer, okay, Schöpfung, zeig mal, wo können wir hier hingehen? Ne? Also wo ist der tiefste Punkt, an dem auch die Liebe wieder fließen will. Ne? Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy für einige, aber darum geht's. Ne? Also es geht um die bedingungslose Liebe. Es geht um diese Kraft, die durch uns durchströmt, dass die wieder einen freien Fluss hat. Und ja, die kann halt viel besser fließen, wenn wir nicht irgendwie 3 Tonnen Angst da drauf gestapelt haben. Genau so sieht's aus, ja. Und Ja. es ist ja auch spannend, wie sich sozusagen Angst auch im Körper manifestiert. Ich habe das ganz häufig bei meinen Klienten, da ist das im unteren Rücken als Existenzangst. Und Ja. richtig spannend wird es, wenn sie gar keinen Zugang zu ihrer Angst haben, weil die Angst gar nicht von ihnen kommt, sondern von den Vorfahren, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass Ja. wir gucken müssen, wo gehen wir in der Ahnenlinie eigentlich voran. Und Ja. dann wird das für die so, also wenn ich die Ahnenlinie aufmache und auch sage, okay, wir gehen nicht nur eine Generation nach hinten auf der Männer, also auf der Vaterlinie und dann müssen wir da zu der Mutter danach und dann müssen wir da wieder zum Vater, dann geht bei denen auch wirklich sowas auf wie, oh, weißt du, woran ich mich gerade erinnere und dies, das und jenes, also was da an Themen auch alles mitkommt, was wir, ich sage dann zu ihnen immer so, das, was wir bearbeiten wollen als kleine Seele, weil wir ja so liebevoll sind und sagen, wir kümmern uns darum und dann haben wir das Ja. erledigt und dann sind wir aber hier auf dem Planeten und denken uns, Mist, was habe ich denn hier alles mitgebracht? Und ich erinnere mich ja gar nicht mehr daran. Ja. Und dann dürfen wir das halt eben auch bearbeiten und lösen, ne? Und man dann auch sieht, also wie du schon vorhin gesagt hast, dass da auf einmal ein ganz anderer Mensch sitzt, ne? Also ich habe dann auch manchmal so das Gefühl, so hat sich gerade das Gesicht verändert, also dass Ja. da wirklich komplett andere Gesichtszüge sind, wo ich mir denke, das ist ja krass. Und dann habe ich auch das Gefühl, da sitzt jetzt der Großvater oder sowas, weil ich gerade ein Thema bearbeite, was wirklich die Ahnenreihe ist, wo ich mir Ja. denke, spannend. Ja, das beeindruckt mich auch immer wieder, ne? Also welche Dimensionen das auch dann annehmen kann. Also ich mache ja auch sehr viel Arbeit für mich selber. Also eigentlich gibt es jeden Tag irgendwas, Ja, was ich mir anschauen kann. Und Dito. das, genau, das tue ich auch. Und ich finde es, also mittlerweile ist es auch für mich total entspannt, so das zu machen. Ich bin da sehr interessiert, weil ich jedes Mal halt auch was lerne, ne? Irgendwie da über gesamte Zusammenhänge. Und was ich da manchmal erlebe, ist halt wirklich auch, dass das Ebenen annimmt, wo ich dann zum Beispiel auch auf was komme, was mit dem Planeten tatsächlich zu tun hat. Also wo es wirklich auch um die Erde selbst als Wesen geht, so, ne? Und dass ich das auch bei Klienten auch schon erlebt habe. Da sind wir in einer Sitzung und da geht es irgendwie darum, dass die Person irgendwie eine Schreibblockade hat und mit ihrer Kreativität da irgendwie im Stau steht.
Und auf einmal, und es ist eine Klientin irgendwie, die auf der Südhalbkugel lebt, irgendwie so, auf einmal sind wir aber dabei, einen bestimmten Landstrich in ihrem Land irgendwie zu heilen. So, weil mit dem ist sie verbunden. Und das ist irgendwie, da gibt es eine Anfrage von der Erde. So, also das finde ich halt auch wirklich super spannend, weil das verbindet sich dann auch wiederum mit einem anderen Bereich, der für mich super relevant ist, mit dem Halschakra und mit der Kommunikation. Und das ist halt die Kommunikation mit Natur und Erde, ne? Was ein super wichtiger Beitrag ist irgendwie für Heilung für alle, ne? Also für Menschen. Und da, ja, wenn ich solche, das sind einfach Sternstunden, ne? Wenn solche Momente irgendwie passieren, wo diese verschiedenen Bereiche auch zusammenkommen, weil ich arbeite auch als Geomantin. Das heißt, ich arbeite auch daran, irgendwie mit Erde und Natur und Lebewesen, bewussten Lebewesen irgendwie in Kontakt zu kommen, die wir eben auch nicht sehen können, genauso wie unsere Chakren, ne? Also die da auch in dem feinstofflichen Bereich sind. Und ja, auch auf der Ebene, auch die Erde hat Chakren und die hat auch Halschakren und überall gibt es diese Energiekörper, ne, wo wir als Menschen sind. Und ja, das ist nochmal eine ganz andere Ebene, aber für mich hängt es alles sehr, sehr intensiv zusammen, ne? Also es ist wirklich diese Idee vom Mikrokosmos und Makrokosmos, ne? Also das, was wir in unserem menschlichen Körper finden, das finden wir auch in der Landschaft. Und ja, wir können an dem heilen und wir können an dem heilen. Und ja, zusammen geht's noch viel besser. Und es ist ja auch spannend. Also ich frage mich dann auch immer so, oh, wurde dieser Kunde gerade wirklich mit Absicht zu mir geführt, nicht nur mit den Ja. eigenen Kundenthemen, sondern halt Ja. eben, wie du sagst, da geht noch mal was ganz anderes auf. Ja. Und man lernt ja auch an seinen eigenen Kunden so viel. Also wie häufig ich in Ja. einer Sitzung sitze und sage, oh, warte, das ist neu. Ich muss kurz mal links oder rechts abbiegen und gucken, was ich jetzt zu tun habe, weil das hatte ich noch Ja. nicht. Wo ich auch Ja. denke, es wird nie langweilig, ne? Nee, absolut nicht. Und das ist einfach auch wirklich das Geniale, ne? Also ich habe ja vorher auch irgendwie andere Jobs gemacht und in irgendwelchen Büros gesessen und telefoniert und keine Ahnung, auf Messen gearbeitet und so. Und ja, das ist auch alles spannend, aber im Grunde genommen kommt man da in eine Routine. Wenn man mit Menschen arbeitet, irgendwie niemals. Also vor allen Dingen nicht auf dieser Ebene, ne? Also klar gibt es auch Sachen, die man mal vielleicht wiedererkennt und denkt so, ah ja. Das ist, und trotzdem, und das ist halt irgendwie wichtig, es gibt kein Schema. Es gibt nicht dieses, okay, ja, das ist, ne, und jetzt gehe ich einfach dem nach, weil das habe ich schon mal gesehen, sondern es muss immer wieder neu angeschaut werden. Und das macht es unheimlich lebendig, wirklich richtig lebendig. Ne, und das mag ich sehr. Also das kann ich auch unterschreiben. Man lernt dann auch, also für sich selbst auch noch mal so viel neu. Ich hatte mal letztes Jahr, das war so ein Cluster von 3 Wochen, wo jeder Klient, den ich hatte, ist zurückgegangen in ein anderes Leben, war eine Pflanze und es kam immer das Thema Erdbeben auf. Und ich war dann so Ja. angetriggert, weil ich so dachte, Erdbeben, Erdbeben, ich muss das irgendwo googeln oder sowas und muss nachgucken. Und dann kam irgendwann die Ja. Information, das war weit bevor es die Aufzeichnung im Internet gab. Ich so, okay, dann kann ich es nicht nachschlagen. Ja. Und das fand ich Ja. so spannend, weil wirklich das kam durch alle durch. Ich dachte mir so, na, irgendwas muss gerade repariert werden. Ja, wow, das ist eine Ebene, also da sprichst du mich total mit an, ne? Also das sind Bereiche, in die ich auch reingehe, weniger mit Klienten irgendwie, die jetzt irgendwie zu einer Halschakra-Sitzung zum Beispiel kommen, aber die für mich super relevant sind, weil ich bin nicht nur Heilerin, sondern ich sehe mich auch als Forscherin. Also ich gehe mit solchen Themen wirklich auch täglich um und schaue mir sowas an. Und wenn du mir sowas erzählst, dann denke ich, wow, krass irgendwie. Und das freut mich einfach total, weil ich das auch super relevant finde, dass wir da mehr das öffnen und diese Zusammenhänge mehr zeigen, weil Menschen nehmen das wahr, ne? Die wissen, die kriegen da Zugang zu und zwar immer, immer mehr. Und da ist es halt irgendwie wichtig, da auch die Möglichkeit zu geben, das einzuordnen, ne? Oder auch zu sagen, ja, das ist relevant, was du da wahrnimmst, irgendwie, auch wenn das schon, weiß nicht, wie viele Millionen Jahre Ja, her ist ist, genug. und es ist immer noch da und es trägt sich weiter.
Ja, ich mache noch mal eine Trinkpause. Gerne, dann kann ich gleich nochmal dir erzählen. Also ich fand das so spannend, weil alle meine Kunden, als wir das angesprochen haben, alle haben gesagt, ich hatte da Tränen in den Augen. Bei manchen konnte ich sehen, dass die Tränen schon runterlaufen und andere haben mir die Rückmeldung gegeben, als du das gesagt hast, weil ich mache ja auch das ganze Protokoll, was ich bearbeite, spreche ich ja laut, sagen die so, da sind bei mir so viele Emotionen hochgekommen und dann musste ich total anfangen zu weinen, ne? Und dann denke ich mir Ja. so, super, jede Träne ist eine Heilung, läuft, so muss das sein. Ja, genau. Und also das ist einfach auch, also ja, das ist eine Arbeit, also es ist ein richtiges Herzensanliegen, ne? Also diese Arbeit zwischen, auch diese Vermittlung zwischen Erde und Mensch, Natur und Mensch, ne? Das, ja, da habe ich auch einige Zeit investiert. Also ich habe das auch tatsächlich als Ausbildung gemacht, irgendwie Geomantie und diese Kommunikation und Heilarbeit irgendwie, wie das eigentlich gehen kann und welche Tiefe das auch haben kann, welche Zeiträume das auch umgeht. Und du sagtest vorhin, das kann man im Internet nicht nachgucken, so, ne? Und ja, das ist es halt. Man kann das nicht nachgucken. Wenn man im Internet Geomantie nachguckt, dann findet man irgendwelche komischen Sachen, aber eben nicht diese Ebene, wo es wirklich um diesen Austausch geht irgendwie. Und ja, im Internet nicht nachgucken heißt aber auch nicht, dass man da keinen Zugang zu bekommen kann. Ne? Und das ist halt irgendwie auch eine super Sache beim Theta Healing und dieser Verbindung mit der Schöpfung oder mit dem Ganzen, dass man einfach sagen kann, hey, zeig mir das mal. Und das ist völlig, also es geht halt über Zeit und Raum hinaus. So, ne? Also wir haben da die Möglichkeit, uns Dinge zeigen zu lassen, Erkenntnisse zu gewinnen, auf Sachen zuzugreifen, die man so im Alltag oder mit unserer Technik irgendwie eben nicht zugreifen kann. Aber das nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass es nicht da ist. Das finde ich immer so spannend, ne? Ja, genau. Nur weil man es nicht sehen kann, heißt es eben nicht, dass es nicht da ist, sondern es ist einfach nur, dass man irgendwie das Vermögen noch nicht ausgebildet hat oder so. Und ja. Und also das ist, ja, wenn wir da reingehen, da öffnen wir irgendwie eine große Wundertüte für mich, weil da kann ich einfach sagen, da hat es mich auch gepackt. Ne? Also im Studium war es so, dass ein Professor von mir mal gesagt hat, ja, wir müssen die Fundamente der Kommunikation oder unser Verstehen davon tiefer legen. So, ne? Und das begleitet mich auch schon so lange, dieser Ausdruck, dieser Satz, weil damals konnte ich das nur nicht greifen, aber als ich dann angefangen habe mit dem Yoga und gemerkt habe, ey, da gibt es diese Chakren und da gibt es Energie und das kommuniziert auch. Und ich gelernt habe und erfahren habe, dass wir eigentlich schon in Kommunikation sind mit jemandem oder mit etwas, wo wir jemanden noch gar nicht sehen oder wo wir irgendwie noch gar kein Wort gesprochen haben, aber unsere Energie kommuniziert. Das war für mich schon das erste Level, zu sehen, okay, ja, da geht's tiefer, da ge gibt es ein tieferes Verständnis und das wird wissenschaftlich eigentlich kaum oder noch viel zu wenig aufgegriffen. Und dann ein paar Jahre später mit der Geomantie ging es noch eine Stufe tiefer für mich, also diese geistige Kommunikation irgendwie zu haben und zu pflegen. Da hatte ich das Gefühl, ja, okay, das wird irgendwie noch gar nicht angeschaut. Und mittlerweile setze ich mich da aber mehr mit auseinander und es gibt einfach auch Forschung, ne, über diese direkte Kommunikation, Telepathie. Und da ist bei mir total Feuer drin. Also dem gehe ich auch nach. Darüber forsche ich und will ich auch lerne ich und probiere ich auch aus. Und das ist auch für mich so ein total zukünftiges Thema einfach. Also Es ist wenn halt eben noch nicht greifbar für viele. Also ich habe das sehr spannend, weil ich mache immer mit meinen Klienten auch so Vertragsarbeit, nennt man das in der Transaktionsanalyse, dass ich Ja. frage, wenn ich irgendwie eine Information zu euch bekomme und ich soll euch eine Sitzung setzen, darf ich das? Und das mache ich einfach vertraglich mit Ihnen schon vorher sozusagen Ja. in unserer 3- und 4D-Welt fertig. Und dann sage ich immer, das fühlt sich für mich so an, als würden die anklopfen und sagen, hier aufpassen, das ist wichtig. Und dann Ja. setze ich denen eine Formel und das ist dann total lustig. Die rufen mich dann 1 Stunde oder 2 Stunden später an und sagen, Dagmar, mir geht es heute so schlecht, können wir eine Sitzung machen? Ich so, ist schon erfolgt, alles gut. Alles schick. Und Ja. die dann so, was? Ich so, ja, du Ja. hast schon in deinem E-Mail-Fach den Output liegen, ist alles gut, guck da Ja. einfach nochmal nach. Das Ja. haben wir uns schon gekümmert, ne? Und das ist für die dann immer so wie, what? Oder gestern hatte ich auch eine wundervolle Klientin, die meinte dann so, naja,
Ich habe drüber nachgedacht mit dem Thema Hypnose und 3 Wochen später schreibst du mich an und sagst auch noch, bei mir werden die Sitzungen aufgezeichnet und sie dann so, ja, dann war klar, dass ich das mache. Und ich dachte mir so, wie das alles zusammenhängt und das dann Ja. kommt, ne? Und ich dann Ja. so, die Frage ist immer, was geben wir ins Feld? Ja, genau. Ja, und also das, ja, ich merke halt, da weitet sich hier auch irgendwie mein Feld total, ne, wenn ich da irgendwie hineingehen darf. Und da gibt es noch so viele Fragen und so viele Möglichkeiten und so viel Potenzial, was für uns noch total unentdeckt ist und oder nicht total unentdeckt ist, aber für viele eigentlich überhaupt noch gar nicht relevant ist. Auch für die Menschen, die jetzt vielleicht deinen Podcast hören und uns darüber sprechen hören, irgendwie ist das vielleicht total neu, die Idee, dass wir eigentlich so, ne, wenn wir mal sagen, wir sind alle miteinander verbunden, dass das tatsächlich eine reale Erfahrung sein kann, ne? Und dass wir über Zeit und Raum mit anderen Menschen oder mit anderen Lebewesen irgendwie auch in Kontakt stehen und kommunizieren können. Und das, was das für Eindrücke sind, wie man das eigentlich auch wahrnimmt. Und das liegt mir, das ist auch ein Bereich, den ich anschaue mit dem Halschakra, weil nämlich diese Fähigkeiten auch genau sich da lokalisieren, ne? Also der Bereich vom Halschakra ist halt so ungefähr von kurz über den Ohren bis ungefähr bis zu den Schlüsselbeinen. Das ist so körperlich der Bereich. Und was in dem Bereich halt auch da ist, sind die Chakren zum Beispiel oder die Energiezentren, die zum Beispiel auch für telepathische Kommunikation zuständig sind, ne? Oder fürs Hellhören. Und alles, was mit diesen Fähigkeiten irgendwie zu tun hat, das findet auch oder hat auch dort irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Deshalb auf einer weiteren Ebene, ne, irgendwie ist das für mich super relevant. Das ist jetzt nicht was ich mit jedem Klienten irgendwie direkt zu überspreche oder wo das ein Thema ist, ne? Das sind die wenigsten im Moment noch. Also es gibt Leute, die sich für die Kommunikation mit der Natur interessieren und da spielt es halt auch eine Rolle. Aber im Grunde genommen ist das so ein bisschen so das Backoffice. Also damit bin ich irgendwie so forschend irgendwie beschäftigt und probiere mich da auch aus oder lese da irgendwie und habe wirklich auch, ja, manchmal komme ich da auch in einen Bereich, wo ich da nachts nicht schlafen kann, ne? Weil mich auch nämlich die Kehrseite davon, von unserer Kommunikation in der Zukunft interessiert. Und zwar, was passiert mit der ganzen künstlichen Intelligenz, ne? Was geht da eigentlich ab? Und das wird ja immer stärker, immer mehr und umgibt uns eigentlich überall. Und was ist eigentlich los mit dieser Mensch-Maschine-Kommunikation? Wie geht das eigentlich? Und was passiert eigentlich, wenn es da zu dieser Verschmelzung kommt? Und das ist noch nicht mal, ne, also wenn ich da, ich verfolge das halt auch so ein bisschen, wenn ich da reinschaue, dann ist das nicht so zukünftig, sondern eigentlich passiert es jetzt, ne? Also Genau, das ist jetzt schon. das ist schon ziemlich relevant und nah. Also 2023 ist das Jahr, wo die ersten Chips ins Gehirn eingepflanzt werden, und es da eine Computersteuerung gibt, direkt vom Gehirn zum Gerät sozusagen, zum Computer, ohne dass der Mensch da irgendwie was verbalisiert, sondern da gibt es eine direkte Verbindung und Aber da frage ich mich immer, also in diesem Thema frage ich mich immer, ist das ein Rückschritt oder ein Fortschritt für uns? Weil, wenn ich jetzt sozusagen drüber nachdenke und wir würden in den Bereich Telepathie gehen, dann brauchen wir ja im Endeffekt unsere Stimmbänder nicht mehr. Und die Frage ist dann immer, ist das jetzt rückschrittlich oder ist das fortschrittlich? Und es gibt mit Sicherheit beide Seiten der Medaille, ob positiv oder negativ. Aber wenn die, das ist immer so ein Punkt, den ich dann so bedenke, wenn die Telepathie für alle zugänglich ist, dann gibt es ja auch keine Geheimnisse mehr. Also dann ist ja immer alles offen, weil es ist ja einmal da, ne? Da macht man ja nicht einen Ja. Schlüssel zu und sagt, ja, ich mache jetzt einen Schlüssel vor meine Gedanken. Nein, die sind ja energetisch im Endeffekt die ganze Zeit um uns drumherum. Nur haben wir Ja. momentan nicht die Fähigkeiten, darauf zuzugreifen. Ja, genau. Das sind irgendwie die super interessanten und spannenden Fragen. Wie geht das dann eigentlich? Und das sind auch dann schon gleich wieder die Glaubenssätze, wo man sich das nämlich irgendwie verbaut, weil es dann nämlich Ängste gibt. Oh mein Gott, da kann mir jeder in den Kopf gucken oder keine Ahnung, sowas. Ne? Also da kann man, glaube ich, noch mal ein bisschen, also ist es, glaube ich, auch notwendig, noch mal klarer zu differenzieren. Aber diese Idee, sich mal bewusst zu machen,
dass es eigentlich alles offen da liegt. Ja. Also jemand, der irgendwie hellhörig ist oder hellsichtig ist, kann Dinge einfach auch aufschnappen. Und gleichzeitig gibt es da aber auch eine Ethik, irgendwie zu sagen, ja, ich mache das nicht. Also ich laufe auch nicht irgendwie im Supermarkt rum und habe die ganze Zeit irgendwie die Ohren auf, so um irgendwie Man mitzukriegen. will es bestimmt auch bestimmt nicht die ganze Zeit. Man will das auch irgendwie nicht. Und das ist auch eine Menge Energie, die dann irgendwie durch einen durchgeht. Und das muss man auch irgendwie so nicht immer haben. Mhm. Aber als viel, also um es auf einer philosophischen Ebene einfach erstmal anzuschauen, ne? Ich finde, das ist auch erstmal schon mal ein richtig guter Schritt, sich mal zu überlegen, wie wäre das denn eigentlich wirklich, wenn all das, was ich so in meinem Tag irgendwie so in mir wahrnehme und denke, wenn erstmal ich mir selber darüber völlig bewusst wäre, und wie wäre das auch, wenn alle anderen das irgendwie hören, sehen und wahrnehmen? So, und das ist ein krasses Ding, so, ne? Wenn man dann irgendwie wirklich auch an Momente kommt, wo man denkt, ja, ist das hilfreich, dass ich jetzt hier gerade irgendwie eine kleine Schimpftriade über den Busfahrer habe oder sowas, Ja, ne? Also genau. Brauchen wir das in unserem Feld? So. Ja, also das ist ein sehr, sehr zukünftiger Blick, der aber auch ja für einige Leute tatsächlich schon Realität ist. Ne? Ja. Ja. Und ich Da. merke auch durch meine Kunden, dass die, also für die ganze Thematik, was ist da eigentlich noch, was gibt es da mehr als das, was ich als physischer Körper bin, die werden Ja. auch immer offener dafür. Also mit jeder Sitzung, die ich mit ihnen habe, merke ich, dass wahrscheinlich auch durch die Formeln, die ich setze, dass sie da immer mehr Themen auch anziehen oder dass sie sagen, ach, Dagmar, ich habe jetzt dieses Buch gekauft oder ich habe mir das Ja. mal angeguckt oder kannst du mir einen Link zu dem und dem schicken, wo ich mir denke, oh, spannend, weil für mich ist das ja wie so ein Ripple-Effekt. Also man schmeißt den Ja. Stein ins Wasser und das ist dann so zwar der Klient in dem Moment, aber der macht ja dann auch außen energetische Wirkungen auf andere Leute, die in seinem oder ihrem Umfeld sind, wo ich mir denke, ah, schön, dann möchte da jetzt auch ein Thema bearbeitet werden in dem Bereich. Ja, absolut. Und ja, dieser Ripple-Effekt, das ist insofern irgendwie wichtig, um einfach noch mehr Menschen irgendwie da auch mit in Kontakt zu bringen. Wie gesagt, deshalb ist es auch so wunderbar, wenn Leute irgendwie kommen und sich dafür interessieren oder sich dafür öffnen. Und gleichzeitig, also gibt es für mich auch da nochmal diese Ebene anzuschauen zwischen, was machen wir da eigentlich auf der technischen Ebene und was haben wir eigentlich schon, ne? Also was bringen wir eigentlich an Potenzial als Menschen mit, was wir einfach noch gar nicht erschöpft Verstehen. haben, verstehen oder vergessen haben? Also für mich ist es mehr die Perspektive, dass wir uns erinnern können daran, dass wir das können, weil es gibt Menschen, die so leben und die das tun und für die das ganz normal ist. Für die das eher ein Wunder ist, wenn jemand ein Telefon in der Hand hat, sozusagen. Diese Perspektive gibt es halt auch, ne? Und damit irgendwie das in Kontakt zu bringen und ja, da irgendwie mit dran zu arbeiten oder mit dran zu wirken in Zukunft, dass diese Fähigkeiten, die wir eigentlich sogar schon haben, wieder aktiviert werden. Da sehe ich mich irgendwie auch mit auf dem Plan. Und deshalb heißt das bei mir dann auch Halschakra-Aktivierung, ne? Weil es geht dann um viel mehr eigentlich, als nur darum, angstfrei eine Präsentation halten zu können. Sondern da geht es auch darum, wie bleiben wir als Menschen weiter in Verbindung? Wie können wir kommunizieren miteinander? Zum Beispiel auch ohne Technik, ne? Also das war ja in der Pandemie-Zeit war das für mich ziemlich relevant. Da habe ich ja auch einen kleinen Arbeitskreis irgendwie zu dem Thema gehabt, weil wir plötzlich alle am Computer gesessen haben, ne? Und uns über Zoom verständigt haben. Und da gab es halt einfach diesen Gedanken, ja, was machen wir denn eigentlich, wenn wir so einen Zustand auf der Erde haben und wir haben keinen Computer und das ist uns irgendwie aus irgendeinem Grund gerade nicht zugänglich, ne? Und wir sind aber irgendwie auch in diesem eingeschränkten Radius. Wie sind wir dann eigentlich in Kontakt?
Ne? Wie kriegen wir das hin? Und was da irgendwie klar geworden ist, ist, dass wie relevant auch diese, eigentlich diese Herzensverbindung, diese tiefe Verbindung zu einem anderen Menschen ist und wie notwendig das ist, dass wir da auf der Ebene dran arbeiten. Ne? Und auch hier ist diese Verbindung zwischen Halschakra und Herzchakra eine ganz wesentliche, ne? Weil das baut aufeinander auf. Also nur wenn das Herz irgendwie eigentlich richtig in Position ist und offen ist, kann auch hier der nächste Schritt, also im Halschakra sein, wo sich das weiter öffnen kann. Und ja, das beschäftigt mich auch sehr, ne? Also wie geht eigentlich diese menschliche Verbindung? Wie können wir da Kontakt haben? Wie können wir uns gegenseitig auch besser erkennen und wahrnehmen, spüren, auch über Zeit und Raum? Wie geht das eigentlich? Und ja, was braucht es dafür? Was können wir da in uns anlegen oder öffnen? Und ja, da mache ich auch gerne weiter irgendwie mit der Forschung, das rauszufinden, halt auch mit einem kleinen Kreis von Leuten irgendwie zu schauen, wie können wir uns auch zum Beispiel über Tag erreichen, ohne dass ich zum Telefon greife und eine Textnachricht schicke, ne? Wie kannst du das wahrnehmen, wenn ich an dich denke, ne? Und wir machen kleine Experimente damit. Und das ist irgendwie, ja, das ist unheimlich spannend. Und auch wenn das jetzt für einige sich so anhört wie, ja, was macht ihr da komische Sachen? Wir haben doch Telefone und so. Ja, das ist irgendwie eine Perspektive, die vielleicht ein bisschen weiter rausgreift. Aber irgendwas in mir gibt mir immer wieder zu verstehen, dass das zutiefst relevant ist, die Ebenen, die ich da irgendwie zu greifen kriege in der Arbeit. Und dass es unheimlich lohnend ist, da weiter hinzuschauen und das auch auszubauen und auszuprobieren. Und ja, Und ich das. finde, es ist auch ein schönes zu sich zurückkommen, weil ich glaube, also jede Technik, die wir haben, so erkläre ich das auch meinen Kunden immer, ist nur eine Erweiterung unserer eigenen Fähigkeiten. Also die spiegeln nur wieder, was wir schon längst können. Nur Ja. glauben wir, dass ein Computer oder ein Telefon so viel mehr kann als wir selbst. Aber das ist auch ein Ja. Glaubensmuster, was wir mitbringen, ne? Ja. Und dann denke ich mir so, du kannst das jederzeit üben, du kannst das jederzeit anfangen. Die Frage ist nur, bist du offen dafür und möchtest du das überhaupt? Und ich fand da auch Ja. gerade die Pandemie eine schöne Situation dafür. Ich war da sehr dankbar für, weil die ganzen Menschen gemerkt haben, oh, ich gehe jetzt aus dem Kontakt. Und ich habe dann gefragt, na, gehst du wirklich aus dem Kontakt nur, weil du nicht auf Arbeit gehst? Oder gehst du aus dem Kontakt, weil dies, das und jenes nicht mehr stattfindet? Das ist Ja. ein Konstrukt, das du dir gerade im Kopf aufbaust, dass nur wenn ich physisch bei jemandem bin, dann ist Kontakt da. Das ist aber nicht Ja. korrekt. Die Nee. Energiefelder sind ja immer da. Genau. Wie wäre das mit einer ganz kurzen Pause? Ups. Sehr schön. Zurück aus der Pause und dem Thema Mensch und Computer. Und wir sind sozusagen schon fähig genug und nehmen den Computer gerne als Verlängerung. Hast du da noch etwas, was du noch zu sagen möchtest? Ja, vielleicht einfach ganz grundsätzlich dieses in Verbindung sein, ne? Also hinzukommen zu diesem Verständnis, dass diese Vereinzelung, ne? Oder dass wir nur ein einzelner Teil sind und alle laufen so vereinzelt rum, dass das irgendwie eine Illusion ist, sondern dass wir da wirklich, wirklich, wirklich zutiefst mit allem, was uns umgibt, irgendwie in Verbindung stehen. Und wenn wir uns darauf einlassen können, dass es dann halt auch die Möglichkeit gibt, wirklich auch mit allem zu kommunizieren. Wirklich, wirklich mit allem. So. Und das schließt zum Beispiel auch Maschinen ein. Ja, und wer kennt es nicht? Wer hat nicht schon mal zu seinem Autochen gesagt, oh ja, komm, wir schaffen es noch bis zur Tankstelle? Ja, also, und das kann man nochmal auf eine ganz reale, wirklich reale Ebene heben. So, ne? Weil im Grunde genommen, alles, was ist, ist Bewusstsein. So, und Und wir es sind ist ja auch es so, auch. wir sind das auch genau, und es ist ja auch so spannend, weil wir geben ja auch unseren Maschinen, ob das der Geschirrspüler ist, die Kaffeemaschine oder dem Auto, Ja. Namen. Also von daher, Ja. da finde ich schon so, das übersetzt so mit drin, du machst doch das schon, warum ist das immer noch nicht Genau. für dich so wirklich relevant, ne?
Genau, und das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt. Und auch wenn das jetzt für einige vielleicht völlig albern klingt, zu sagen, ja, ne, ich habe dann mal meinen Toaster gefragt, so, das ist wie Comedy, klingt erstmal wie Comedy, aber meine Erfahrung ist, und ich habe da mich eine Zeit lang sehr intensiv mit auseinandergesetzt mit Maschinenwesen und der Technik und wie man damit irgendwie kommunizieren kann und was die eigentlich von uns brauchen. Und wie die uns dienen, ne? Also wie sehr die uns eigentlich auch dienen und wie wir da auch mit viel mehr Dankbarkeit auch darauf eingehen können und das dann auch eine Haltbarkeit irgendwie zum Beispiel ein ganz anderes Thema wird, ne? Also Definitiv. das ist ein, Das ja, ist da für kann. viele Menschen so abgefahren. Also ich mache das auch immer, das ist total spannend. Und mit einem Bodytalk-Protokoll geht das super, alles zu fragen. Und ich saß so in meinem Auto und habe gesagt, ist alles in Ordnung? Das ist eine der ersten Fragen, die ich mein Auto immer stelle. Ja. Brauchst du irgendwas? Ist alles in Ordnung? Und Ja. dann kam sowas auf wie Bremse und Bremsflüssigkeit. Und ich zum Beispiel, ich bin nicht so bewandert, was Technik angeht. Und ich habe dann erstmal festgestellt, meine Bremsflüssigkeit müsste ich alle 2 Jahre wechseln. Ich habe das noch nie gemacht. Und ich dann so, Ja. okay, wann genau soll es sein? Und dann so, ja, in 3 Wochen Termin setzen, dies, das und jenes, Bremsflüssigkeit wechseln. Und danach war wieder alles schön, ne? Ja. Und wenn ich das aber erzähle, sagen die Leute so, ach, da kam also eine Lampe in deinem Auto auf. Ich so, nein, ich habe einfach mit meinem Auto gearbeitet. Ja, genau. Und das ist halt auch irgendwie, also mein Zugang ist halt das Theta Healing und das hat mir halt auch nochmal richtig den Raum richtig groß geöffnet. Ne? Also wirklich auch mit Themen zu arbeiten, die über das Menschen, also über die Arbeit mit den Menschen irgendwie hinausgehen. Ne? Und da Dinge auch oder auch Konzepte anzuschauen, Dinge zu verstehen, ne? Also oder bestimmte Themenbereiche irgendwie aufzugreifen und zu sagen, okay, wie ist denn das jetzt irgendwie mit der und der Zeitebene, ne? Oder so, das ist wirklich, also und das ist halt geistige Forschung, nennt man das, ne? Also so genauso wie Leute an der Universität ihre Forschung in ihren Laboren oder sowas machen, sitzen hier Leute irgendwie zusammen und sagen, okay, lass uns mal dieses Thema anschauen. Und dann wird, ne, dann verbindet man sich mit der Schöpfung und auch miteinander und wird dadurch wie ein großes gemeinsames Wahrnehmungsorgan. Das heißt, man kann da auch viel mehr Details und Perspektiven gewinnen. Und das ist auch für mich super, super zukünftig, dass wir nämlich Wissen nicht mehr irgendwie alleine irgendwo vor uns hin generieren, sondern dass wir zusammenkommen und auch auf diese Weise miteinander forschen, nämlich im Geistigen. Weil, wie gesagt, ne, es geht darum, neues Wissen auch zu finden und nicht nur immer wieder das vorzuholen, was wir schon wissen. Und dann muss man das und das zitieren. Ne? Das ist dann so die Uni. Dann muss man den und den zitieren, sondern dürfen wir ganz frei losgehen mit unserem Herzensinteresse und sagen, okay, ich möchte jetzt gern was darüber wissen. Schöpfung, bitte zeig mir mal, worum geht's da? Und da, der, 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 das, das Schlüsselelement ist hier wirklich die Neugier, die Offenheit und das tiefe Herzensanliegen und dann halt auch wirklich die Fragen zu stellen. Wir müssen einfach viel mehr Fragen stellen, irgendwie zu allem und zu jedem und an alles und an jedes. Ne? Irgendwie, wie bist du gemeint? Was ist deine Funktion hier in diesem Kosmos zum Beispiel? Ne? Wenn ich irgendwo an einen See gehe zum Beispiel, dann hat dieser See auch eine bestimmte Funktion in dieser Landschaft. Der liegt da nicht nur einfach und ich kann da reinspringen und baden und dann ist das toll, sondern der ist ja Teil in einem größeren System so und im allergrößten halt auch auf einer kosmischen Ebene. So, und das sind Schichten irgendwie, die für mich relevant sind im Denken und im Erfahren und im Forschen. Und ich glaube, wenn wir das so groß aufmachen können, dann können wir ganz, ganz, ganz spannende Sachen erfahren, die auch unser Weltbild wirklich, wirklich auf eine andere Ebene bringen. Und das ist auch wichtig. Also, wo ich lange dran zu knabbern und zu kämpfen hatte, war dieser Satz, dass alle Tiere, alle Pflanzen, aber natürlich auch die Maschinen, die wir gerade hier haben, da sind, damit wir unsere erleben, also unsere Erfahrung hier erleben können. Also die sind Ja. wie Meridiane oder Chakren im Körpersystem, sind die hier auf diesem Planeten, damit wir überhaupt Mensch sein können. Und ich dachte Ja. immer nur so,
Was für ein verschwendetes Potenzial. Also wenn ich mir manchmal das angucke, was so Menschen machen, denke ich mir so, oh, Ja. hätten wir da nicht was anderes Schönes machen können, liebe Schöpfung. Da ist dann die Schöpfung ein bisschen kritisch mit mir, wenn ich dann so denke und denke mir so, ja, ich verstehe es ja. Aber das fand ich, das war für mich nochmal so ein Schritt, wo ich gedacht habe, Ja. stimmt, ne? Also das ist alles dafür da, dass ich jetzt erleben kann, dass ich Mensch bin. Ja, genau. Und wenn man sich das mal irgendwie hernimmt und als Gedankengrundlage macht, dann kann man als Mensch wirklich erstmal nur ganz, ganz demütig werden. Ne? Also vor allem, also wie viel uns eigentlich gedient wird, ne? Von allem und von jedem, was irgendwie lebt und wie wenig wir da oft auch mit Dankbarkeit zurückgeben können oder eben halt diese Fähigkeit nicht nutzen, wirklich auch in der Kommunikation zu sein. Ne? Und gerade was auch Tiere angeht, ne? Also all das, was irgendwie Massentierhaltung ist, so, das tragen die für uns so. Genau. Und man muss nicht irgendwie an die Stelle kommen und sagen, ja, naja, das ist halt irgendwie ein Schwein. So. Nein, das ist ein fühlendes Lebewesen, das hat auch einen Seelenzusammenhang und das nimmt sehr wohl Dinge wahr und das nimmt auch Dinge über Zeit und Raum wahr. Ne? Also die, ich kann einfach immer nur wieder versuchen, da auch Angebote zu machen, irgendwie Menschen dahin zu bringen. Und gleichzeitig ist es auch, sehe ich aber auch, das war ja für mich auch nicht immer relevant oder da, ne? Sondern das ist wirklich eine Bewusstseinsentwicklung, die man macht irgendwie, dass man irgendwie dahin kommt und merkt, ah ja, da gibt es noch mehr oder das ist auch für mich da oder damit stehe ich in Zusammenhang. Ich mache niemandem irgendwie einen Vorwurf daraus, irgendwie, dass da vielleicht irgendwie die Zusammenhänge anders gesehen werden oder nicht gesehen werden, sondern es ist wirklich auch ein Verstehensprozess, eine Erfahrung auch, ne? Wenn man das mal erlebt hat, wie das ist, wie zum Beispiel mit Kommunikation irgendwie eine Wahrnehmung mit einem ganz alten Baum zum Beispiel zu haben, ne? Der irgendwie da schon weiß nicht, wie viel 100 Jahre steht und viel gesehen hat und viel berichten kann, wenn man da irgendwie sich einfühlen kann, dann kann das auch in einem Menschen etwas öffnen, ne? Und diese Öffnung, diese Herzensöffnung, die braucht es, damit auch unsere höheren Sinne quasi auch aktiv werden können. Und ich finde das auch so schön, weil ich habe das auch bei mir gemerkt, weil da gab es natürlich in meinem Freundeskreis auch ganz viele kritische Stimmen, als ich das 2019 für mich so richtig angefangen habe, diese Arbeit, dass man auch sagt, Ja. ich kann das noch als Weiterbildung machen und das noch und das noch und das geht alles mehr in den Energiebereich. Und ich fand das total schön, weil ich gedacht habe, alles zu seiner Zeit. Das sage ich auch immer zu meinen Ausbildungsteilnehmern, jeder hat seine Zeit und ihr könnt da niemand Ja. mit einem Eimer drüber schütten und sagen, jetzt hast du das Wissen und nimm. Das wird nicht funktionieren. Und ich merke halt eben auch, wie auch die, die kritisch waren am Anfang, jetzt immer mehr kommen und sagen, Dagmar, kannst du mir das nochmal erklären? Und das muss ich nochmal wissen. Und das Ja. finde ich total niedlich, dass ich schon merke, also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, bringt wieder diesen Ripple-Effekt, also wieder diesen Welleneffekt an Energie in diesen Bereich und sorgt dafür, dass andere sich auf einmal damit beschäftigen. Und wir machen das ja jetzt gerade auch mit der Episode, Ja. dass man halt eben sagen kann, wir nutzen unser Halschakra jetzt aktiv dafür, um diese Sachen und Botschaften auch rauszubringen, ne? Ja, genau. Ja, und das ist halt auch ein Prozess, ne? Also da, wenn ich da auf mich schaue, dann kann ich auch ganz klar sehen, für mich selbst persönlich ist das auch ein Prozess gewesen, überhaupt an diese Stelle zu kommen, mit jemandem öffentlich darüber zu reden und zu sagen, übrigens, ich mache auch das und das und ich gehe auch in die Natur und ich verbinde mich geistig und ich spreche auch darüber und darüber. Ein wichtiger Punkt. Und ich denke, das wird auch zukünftig immer mehr sein und immer, die Leute werden offener dafür werden und da wird sich mehr bewegen, was ich auch eine gute Sache finde. Und ich glaube, es ist Ja. auch wieder da, zu dem Thema zurückzukommen, dieses Angstthema, dass man den Menschen auch die Angst nehmen darf, darüber zu sprechen, dass sie einfach wirklich Ja. sagen können, das interessiert mich jetzt und ich möchte jetzt mehr dazu wissen. Das ist halt eben das Wichtige dabei. Genau. Und das ist auch das Führende, ne? Also wenn ein Mensch mehr wissen möchte, dann ist er auch bereit, etwas aufzunehmen. Genau.
Und Ja. das ist einfach Entwicklung. Und das ist schön zu sehen, sowas. Ich sehe das bei meinen Ausbildungsteilnehmern in den 2 Jahren, die sie bei mir sind, auch immer, wo ich mir denke, ach, ist das schön, weil ich merke, wie viel da noch mitgekommen ist. Das ist echt toll. Richtig großartig. Ja, und jeder ist ja auch irgendwie auf seinem ganz eigenen Weg, ne? Also nicht für Genau. jeden ist jede Information relevant. So. Richtig, richtig. Und dass man da auch selektieren kann und sagen kann, das brauche ich jetzt nicht mitzunehmen. Du kannst uns ja noch mal ein bisschen Informationen darüber geben, was jeder Einzelne für uns, für unser Halschakra tun können, damit es uns da gut geht. Okay, also das Erste, was ich machen muss für mein Halschakra, ist was trinken, weil wir sprechen schon seit 2 Stunden, also Du darfst gerne was einen trinken. Moment Ich hatte ja zusammen. auch, ich mache da gleich einen Werbeblock für die Episode 3 war es, glaube ich, mit Deborah Diehl, wo wir auch über die Stimmbänder gesprochen haben und wie wichtig es ist, sozusagen zu trinken und auch Dinge für einen selbst zu machen. Von daher, das passt. Ja, vielen Dank. Also da bin ich auch schon gespannt drauf. Ja, aus meiner Perspektive, was ich irgendwie Klienten auch gerne an die Hand gebe, als erstes irgendwie fürs Halschakra, das ist gar nicht so sehr irgendwie ein Trick oder so, was man jetzt mit der Stimme machen kann, sondern die Ebene geht ja eher so, was will, ist eigentlich in mir, was ich ausdrücken möchte. Und was mir da irgendwie über viele, viele Jahre, also das mache ich jetzt bestimmt schon seit 20 Jahren, hilfreich ist Morgenseiten schreiben. Und das bedeutet, dass ich mich jeden Morgen, wenn ich aufwache, hinsetze, noch in meinem Bett und 3 Seiten auf meinem College-Blog einfach runterschreibe, was gerade durch meinen Kopf wandert. Und das kann wirklich alles sein von, oh, ich muss heute irgendwie die Schuhe voll abholen oder ich muss noch das machen oder ah, gestern, das war irgendwie komisch. Also wirklich dieser Bewusstseinsstrom, den einfach mal abzubilden. Und welchen Vorteil das hat, ist nämlich, dass ich wirklich da mit mir erstmal mehr in Kontakt kommen kann. Also ich kann bewusster wahrnehmen, was beschäftigt mich eigentlich. Und wenn man das über eine Zeit macht, kann man ganz wunderbar sehen, was sind eigentlich Themen, die immer wieder auftauchen. Ne? Also wenn ich da nochmal zurückblicke, also dann kann man ganz klar sehen, ah ja, das ist immer wieder relevant für mich oder da rege ich mich immer wieder über den gleichen Kram auf oder so. Und da gibt es einfach, das ist eine Möglichkeit, wirklich abzubilden, was möchte, also was findet sowieso st aktiv statt und was will ich vielleicht davon auch gar nicht mehr haben und was davon gestehe ich mir eigentlich zwar quasi nur auf dem Papier zu, dass ich da überhaupt was denke. Ne? Und das sind die Goldschätze, die man da irgendwie heben kann, ne? Wo man sich das zeigen kann, ah ja, irgendwie habe ich ein Interesse daran und daran, aber da rede ich noch gar nicht drü mit jemandem drüber. Aber auf diesen Seiten habe ich die Möglichkeit, das überhaupt erstmal aus mir rauszusetzen für einen Moment. Und das finde ich ist unheimlich wertvoll, ne? Und das kann ich nur jedem wärmsten empfehlen, da das mal auszuprobieren und da mal mit umzugehen, um erstmal diesen ersten Schritt zu schaffen, auch Kommunikation mit sich selber wirklich zu etablieren und bewusst zu machen, ne? Was geht eigentlich in mir ab? So. Ja. Das ist eine schöne Übung. Ja. Ihr dürft Genau. euch alle dafür Zeit nehmen. Macht das ruhig. Genau, ja, das, ne, das ist natürlich sofort das erste Argument, ja, da habe ich gar keine Zeit für und so, aber also für mich dauert es ungefähr so 20 bis 30 Minuten, das zu machen und die halbe Stunde, die kann ich mir tatsächlich gönnen morgens, ne, um das zu tun, weil das nämlich auch so ist, da sind wir ja auch immer noch in diesem Theta-Wellen-Zustand, das ist nämlich auch genau der Zustand, den wir ke alle kennen, wenn wir nämlich aufwachen oder einschlafen, da ist das Gehirn auch in diesem Zustand. Das heißt, da habe ich ganz automatisch auch Zugang zu meinem Unterbewusstsein, ne? Und wenn ich dann irgendwie das noch so ein bisschen nutzen möchte, dann kann ich da nämlich auch schon direkt irgendwie Fragen stellen. Und dann kriege ich auch schon mal Antworten und das kann meinen Tag ganz anders begleiten. Das ist ein schöner Tipp. Gibt es noch weitere Tipps? Weitere Tipps. Ja, eine richtig schöne Übung ist, und das ist für viele auch eine ziemliche Challenge erstmal, ist, sich zu erlauben, gerne auch erstmal mit sich selbst ganz alleine zu tönen. Und das bedeutet eben nicht singen, das bedeutet nicht irgendwie, dass man den Ton treffen muss, etc. Also alles das, was man so schon mal so kennt aus Musikunterricht oder so weiter oder wenn man in den Chor geht, sondern es geht darum,
wirklich zu vertonen oder Luft aufsteigen zu lassen durch die Kehle, die ausgedrückt werden will. Und zum Beispiel kann das so sein, im Theta Healing gibt es da eine total schöne Übung, das ist das Herzenslied, heißt es, dass man wirklich in Verbindung geht mit dem eigenen Herzen und dann dem einen Ton zum Ausdruck gibt. Und das kann alles sein, ne? Das kann sich irgendwie nach einem schönen A anhören, was sich irgendwie laut und klar öffnet. Das kann aber auch irgendwie was Knatterndes, Reibendes, Wimmerndes, Schmatzendes, alles, was irgendwie wir an Geräuschen machen können. Und es geht darum, das zulassen zu dürfen. Und da ist für viele schon erstmal eine echte Barriere, ne? Weil das erlauben wir uns nicht so. Also das dürfen die kleinen Kinder, ne, die irgendwie in ihrem Spielzimmer sitzen, die dürfen da irgendwie richtig loslegen und dann hat man immer das Gefühl, da ist ein ganzer Zoo. Aber wenn wir das irgendwie machen sollen als erwachsene Menschen, dann ist es erstmal so ein bisschen schräg. Und das ist aber genau der Punkt, an dem es spannend ist, wenn ich diese Hürde mir erlaube zu nehmen, da mehr in diesen Ausdruck zu kommen und das auch aufsteigen zu lassen, was da in mir lebendig ist. Ne? Also vielleicht komm ich da auch in Kontakt mit einem Gefühl, was ich vorher so gar nicht wahrgenommen habe. Und dann kann ich das auch hören. Ne? Und eine schöne Frage, die man nutzen kann, um das zu initiieren, ist, wir fragen uns ja immer so, ja, wie geht's dir? Und dann erzählt man irgendwas. Und wenn ich mich aber frage, wie geht's mir und wie hört sich das an? Und ich mir dann die Erlaubnis gebe, da nicht Worte zu sprechen, sondern Töne zu machen, dann kriege ich noch mal ein ganz eigenes Feedback, ne? Weil je nachdem, was ich da höre, mich selbst tun höre oder ja, kann ich noch mal mehr erleben, wie bin ich eigentlich gerade da? Also das ist auch eine Übung, ja, die auch eine Menge Spaß macht, wo man auch mal so ein bisschen irgendwie sich den Raum erweitern kann von gerade wenn man irgendwie viel zum Beispiel in einem Büro arbeitet und immer so ganz streng und klar und vernünftig und sortiert sein muss, kann das eine totale Erleichterung bringen, auch mal in sowas reinzugehen. Und es muss gar nicht lang sein, 5 Minuten oder so. Dann wird sich die Energie schon sehr, sehr verändert haben. Ja, weil Stimme ist ja auch was, was wir als sehr intim empfinden. Von daher, dass man da einfach mal so Geräusche macht und nicht nur unter der Dusche singt, kann auch was Ja. ganz Befreiendes sein. Ja, genau. Unter der Dusche singen ist natürlich auch irgendwie ein Klassiker. Das kann man auch jederzeit machen. Ja, Sehr genau. schön. Das Hast du denn noch irgendwelche wundervollen Bücher oder Sachen, die du empfehlen kannst, Workshops, die du empfehlen kannst, wenn jetzt jemand wirklich ein Interesse hat, sich mehr noch mit dem Thema zu beschäftigen, also auch außerhalb deiner eigenen Seite, hast du da noch Infos für uns? Ja, Bücher, die mich irgendwie begleitet haben, das ist, habe ich auch gerade angesprochen, wo es um diese Morgenseiten geht. Und zwar ist das Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Das ist ein ganzes Programm. Also da kann man quasi einen Workshop mit sich selber irgendwie machen, um selber irgendwie auch an sich ranzukommen. Und das empfehle ich sehr gerne, weil das wirklich für mich erstmal die Grundlage ist, dass ich mit mir selber in Kommunikation komme, dass ich mir erlaube, in mir selbst wahrzunehmen, was beschäftigt mich eigentlich und was möchte ich ausdrücken und welches Mittel brauche ich dafür. Ne? Also diese Stufe der Kommunikation, das kann man da ganz gut drin finden. Ein weiteres Buch, das ist jetzt ein englischer Titel, das heißt Conscious Loving, also bewusstes Lieben. Das ist eigentlich ein Titel, der für Paare sozusagen, Paarbeziehungen geschrieben ist. Was ich darin aber super spannend finde, ist, wie die ganz klar machen, wie man wirklich ganz genau miteinander kommunizieren kann, ohne dass es irgendwie anstrengend wird oder schräg wird, aber wie man da hinkommen kann, sich wirklich auch so die Mikrowahrheiten sozusagen mitzuteilen. Ne? Also nicht mehr so über Dinge hinwegzubügeln in Gesprächen, zu sagen, ja, ist nicht so schlimm oder so, sondern wirklich dahin zu kommen, zu sagen, an der Stelle hat sich das für mich so angefühlt oder als du das gesagt hast, war das so und so für mich. Also, dass man wirklich dichter rankommt an das, was ist wirklich meine Wahrheit oder was ist wirklich meine wahre Empfindung. Und
Das ist dieser zwischenmenschliche Bereich. Und Menschen, die ja auch zu mir als Klienten kommen, die diese Kommunikation mit der Erde wirklich auch suchen. Da ist das Buch Chakren der Erde irgendwie von Dr. Gregor Arzt irgendwie super empfehlenswert, weil das ganz klar irgendwie diesen Zusammenhang zeigt, ne? Also mein Chakra, meine Ausdrucksweise, die Chakren der Erde, die Ausdrucksweise der Erde und wie wir da einfach miteinander in Kommunikation sein können, wie wir das aufgreifen können, was wir da auch lernen und erfahren können, wenn wir uns dem hinwenden. Und das ist ein Titel, der geht in die Zukunft. So. Schön, auch Ja. gute Titel. Ich schmeiße da Ja. nochmal mit ein, wer sich über Zukunft und Technik informieren möchte auf einer witzigen Art und Weise. Da kann ich nur empfehlen, Marc-Uwe Kling, Quality Land. Ich habe so herzhaft gelacht, aber der hat so gut darüber Ah. nachgedacht, was können Maschinen sich verändern, wie müssen wir auch achtsam sein mit Maschinen und hat das Oh in so ja. eine unglaublich gute Storyline gepackt, dass ich habe das Buch innerhalb von, glaube ich, 2 Tagen fertig gelesen und ich habe so viel gelacht, aber auch so viel Nachdenken angeregt, wo ich dachte, hat er gut gemacht, hat er sehr gut gemacht. Ja, super. Klasse, das klingt gut. Dem gehe ich auf jeden Fall auch mal nach. Das habe ich auch noch nicht gefunden. Sehr Ja. cool. Dann habe ich meine abschließende Frage für dich. Was ist denn dein Geschenk an diese Welt? Ganz klar, genau diese Arbeit, die ich hier mache. Also da fühle ich mich auch genau am richtigen Ort und da bin ich auch wirklich jetzt nach doch auch ein paar Jahren irgendwie arbeiten und suchen und finden, genau an der Stelle, wo ich ja in etwas stehe, wo ich sagen kann, ja, hier kann ich wirklich mein Potenzial auch ausweiten, aktivieren, anbieten und schenken. So, ne? Und diese ganz tiefe Verbindung zu machen, das ist was immer wieder gelingt. Also für mich und diesen Raum, ja, diesen Raum von Mitgefühl auch zu aktivieren, ne? Und Mensch, also wirklich Mensch, immer wieder dahin zu kommen, zu fragen und auch zu zeigen und zu leben und auszuprobieren, wie geht das, wenn wir richtig gut Mensch sein können? So, ne? Und uns das zutiefst auch erlauben, da in unsere tieferen Schichten auch zu gehen. Ja. Sehr schön. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und dass du heute da warst und uns das alles schön erklärt hast. Ja, vielen Dank. Das war wirklich ein super spannendes Gespräch. Und ja, ich freue mich auch auf Feedback von Leuten, die das hören. Sehr gerne. Gerne drunter schreiben und dann schließen wir die Episode ab.